So, da bin ich wieder. Wir werden dieses Spiel, The Language of Love, weiterspielen. Ich muss ja sagen, es ist schon extrem kitschig. Aber wir werden sehen, wie es weitergeht. Wir haben ja jetzt anscheinend die Tochter und ihre Mutter kennengelernt und wir haben auch von uns geredet, so dass wir jetzt eigentlich die Charaktere einigermaßen kennen. So, und da wollen wir mal wissen, wie das Spiel jetzt weitergeht. Oder eher die Geschichte. Warte mal, das war falsch, oder? Zurück. L1, Genie. Wir laden mal bitte. Bin ich jetzt falsch gewesen? Wir gehen nochmal auf den Titel. Starten war falsch. Ah, ich hätte wohl laden machen müssen, ne? Weil der Text war mir jetzt komisch, da ging es auf einmal ums Alter. Ah, jetzt sind wir richtig. Okay, also starten sollte man nicht drücken. So, und so am folgenden Samstag. Okay, Tama, ich möchte, dass du dich anständig benimmst. Ich benehme mich immer anständig. Das ist die Frage. Während Hyoko ihre Tochter ins Gewissen redet, blicke ich mich neugierig in der Wohnung der Himuros um. Ah. Soweit ich es sagen kann, ist es ziemlich die gleiche wie meine. Hyokos Wohnung besteht aus einer kleinen Küche, einem Badezimmer und einem 6-Tatami-Matten großen Zimmer, das als Wohnzimmer, Schlafzimmer und Esszimmer dient. Echt, das ist das. Das Esszimmer ist gleichzeitig das Schlafzimmer? Okay. Einen Moment mal bitte. Mein Hals ist gerade ein kleines bisschen komisch. Darum muss ich mal jetzt kurz husten. Ich sehe keine Futons, aber die sind wohl in dem Schrank mit den Schiebetüren verstaut. Der Grundriss unserer Wohnung mag der gleiche sein, aber sonst ist alles völlig anders. An den Wänden stehen Bücherregale, in denen neben bunten Buchrücken zwischen Roman- und Mädchenmangas sehe ich auch ein paar Kochbücher mit Erdcover. Ein paar Blumentöpfe mit Sukkulenten, gerahmte Bilder und Schneekugel stehen. Soll das Sukkulenten heißen oder Sukkulenten? Sind das besondere Enten? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was das für Worte sind, aber okay. In einer Ecke steht ein Fernseher, der fast so alt wie meiner ist. Daneben sitzt ein paar Stofftiere. In einer der Schranktüren ist mit Klebestreifen ein großes Hochglanzposter mit zwei bunten Anime-Girls befestigt. Sie sehen aus wie Charaktere aus einer von Tamas Magical Girl Serien. Tatsächlich scheint der Großteil dieses Zimmers für Tama und ihre Interessen wie die Stofftiere oder die Magazine reserviert zu sein. Es wirkt irgendwie sehr wohnlich und ich fühle mich schon beim Betreten des Zimmers wohl und willkommen. Also nie wie bei dir, ja? Zumindest wäre das so, sähe mich Tama nicht so finster an. Habe ich jetzt schon etwas getan, das sie verärgert? Ich bin noch keine 5 Sekunden in Kyukos Wohnung. So, jetzt wird Mitsuko auf dich aufpassen, während ich in der Arbeit bin. Sei brav und mach kein Theater, okay? Aber warum ist Mitsuki hier? Das ist unfair. Sonst arbeitest du am Wochenende nie, Mama. Du sollst bei mir daheim bleiben. Ich weiß, Schätzchen, aber Mitsuki hat angeboten, auf dich aufzupassen, damit ich ein paar zusätzliche Dienste übernehmen kann. Aber das ist nicht fair. Ich will mit dir spielen, nicht mit dem stinkigen Mitsuki. Danke! Hey, ich bin nicht stinkig und ich bin anwesend.
Bist du schon? Tama zeigt mit einem kleinen Stummelfingerchen in meine Richtung. Du stinkst, du stinkst, du stinkst. Ich bin eigentlich sicher, dass ich nicht stinke. Aber wenn sie es gleich dreimal sagt, jetzt bin ich verunsichert. Und wonach genau stinke ich deiner Meinung nach? Oh gut, tu mir das Thema bitte noch intensivieren. Nach Jungen. Wirklich eine klare Beschreibung. Naja, wenigstens rieche ich nicht nach vergorenen Sojabohnen. Das wäre noch schlimmer. Du stinkst selber, du Punk. Du Punk. Sag ich gerade zu dem kleinen Kind Punk? Okay. Ich bin kein Punk. Eh nicht. Du bist schlimmer. Du bist ein lästiges, kleines Mädchen. Und genauso riechst du auch. Wow. Ich lege die Hand auf Tamas Köpfchen und wuschle ihre Haare ordentlich durch. Sie funkelt mich unter ihrem verzausten Pony hervor an und verzieht den Mund zu einer furchterregenden Grimasse. Mädchen stinken nicht, Blödmann. Doch, tun sie. Tun wir nicht. Mädchen duften nach Blumen und Kätzchen. Buben stinken nach Dreck und Ungeziefer und Schnecken. Und wie genau riechen Schnecken? Nach Buben. Gegen diese Logik kommt man nicht an. Ihre Antwort ist eine so perfekte Tautologie, dass mir kein passender Antwort einfällt. Auf ihre eigene verdrehte Weise können Kinder wirklich clever sein. Tama, du bist sehr unverschämt zu Mitsuki. Du wirst dich jetzt sofort entschuldigen. Werde ich nicht. Schau mich an. Ryoku stemmt die Hände in die Seiten und wirft Tamas mürrischen Blick zurück. Wenn ich heimkomme und höre, dass du Mitsuki Schwierigkeiten gemacht hast, werde ich sehr, sehr böse auf dich sein. Mir doch egal. Wenn du einen ganzen Monat lang grüne Paprika essen musst, wird es dir nicht mehr egal sein, kleine Dame. Aus Tamas Gesicht weicht die Farbe. Sie ist so weiß, als wäre sie kopfüber in die Mehltruhe gefallen. Dass dieser Satz oder diese Drohung mit der Paprika immer noch wirkt, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Aber okay. Wow, das war aber einfach. Also wirst du dich anständig benehmen? Wenn du das unbedingt willst, Mama, werde ich mich bemühen. Aber Mama stampft auf und verschränkt die Arme. Mitsuki stinkt trotzdem. Na, man kann es ein kleines bisschen verstehen. Sie will ja lieber am Wochenende mit ihrer Mutti spielen und nicht hier mit irgendwelchen Nachbarn. Tama, so etwas sagt man wirklich nicht. Es stimmt aber. Ich sehe schon, sie ist entschlossen, mich zu hassen. Ich mache ihr auch gar keinen Vorwurf daraus. Sie zu mir einzuladen war eine Sache, das hier ist eine ganz andere. Es muss den Eindruck erwecken, als würde ich ihr die Zeit mit ihrer Mama wegnehmen. Und die ist Kyokos Worten nach ohnehin knapp bemessen. Tama hat mich vielleicht als Freund angesehen, als ich ihr im Park ihre Schlüssel suchen geholfen habe. Aber jetzt, hier in ihrer eigenen Wohnung, bin ich nichts als ein Eindringling. Wie ein Wachhund sträubt Tama buchstäblich die Nackenhaare. Aber irgendwie muss es doch möglich sein, sie zu beruhigen. Wie wär's damit? Ich gehe vor ihr in die Hocke, um mit meiner wankelmütigen kleinen Freundin auf Augenhöhe zu sein. Wenn du versprichst, brav zu sein, mache ich dir zu Mittag was richtig Köstliches zu essen. Was richtig Köstliches? Genau, das wird dir richtig, richtig toll schmecken. Noch besser als im Petit Jardin? Da kannst du drauf wetten. Mit meinen Kochkünsten kann das Petit Jardin nicht mithalten. Sogar noch besser als dein Reisomelett? Viel, viel besser. Wow. Tamas Augen funkeln gierig. Bilde ich mir das nur ein oder sappert sie buchstäblich? Was machst du mir, Mitsuki? Sag es mir. Oho, immer Ruhe mit den jungen Pferden. Du wirst es dann schon sehen. Ich will es jetzt aber gleich wissen. Das würde aber die Überraschung verderben.
Ich verspreche dir aber, dass es das Warten wert ist. Aber auf meine Lippen tritt ein grausames Lächeln. Mein Essen hat seinen Preis. Meine Seele. nein, nicht deine Seele. Ich kann zwar gut kochen, aber so gut wieder auch nicht. Ich will mal nicht übertreiben. Du musst nur brav sein, solange deine Mama weg ist. Das ist alles. Mach nicht zu viel Lärm, mach keine Unordnung und hör auf zu sagen, dass ich stinke. Wenn du diese drei Dinge befolgst, mache ich dir da was Gutes, versprochen. Klingt anstrengend und du stinkst wirklich. Aber okay, ich werde ein braves Mädchen sein. Fein, ich glaube an dich. Und ab jetzt sind wir friedlich, okay? Wir wollen deiner Mama keine Sorgen machen. Okay. Schönen Tag in der Arbeit, Mama. Werde ich haben, danke, Tama. Und dir auch schönen Dank, Mitsuki. Ich bin froh, auf dich zählen zu dürfen. Kein Problem, du musst es nur sagen und ich komme gelaufen. Wann immer du mich brauchst, ich bin nur ein paar Türen weiter. Ich weiß das zu schätzen, aber verwöhne mich nicht zu sehr. Sonst lasse ich dich gar nicht mehr weg. Na, okay, da sind wir jetzt wohl allein mit Tama. Zu meiner Erleichterung steht Tama zu ihrem Wort. Sie ist nicht zu laut, sie macht keine Unordnung und sie sagt auch nicht mehr, dass ich stinke. Stattdessen sitzt sie vor dem Fernsehapparat und schaut ihre Lieblingsserie mit den Magical Girls. Währenddessen mache ich mir in Kyokos Küche eine Tasse Tee. Beinahe ein wenig schuldbewusst mache ich mich auf die Suche nach dem Tee. Wie ich so in die fremden Regale schaue und die Laden durchwühle, komme ich mir fast wie ein Dieb vor. Aber in Kyokos Küche würde kein Dieb etwas zum Stehlen finden. In diesem Laden und Regalen finden sich nichts von irgendeinem Wert. Ich bin zwar kein Dieb, aber vielleicht so etwas wie ein Voyeur. Moment, ist das nicht noch schlimmer? Auf der Jagd nach dem Versteck des Tees grabe ich die zerknitterten Säckchen Mehl, mehrere Dosen Makrelen und klebrige Flächen mit Würze, manche in doppelter Ausführung aus. Obwohl Kyokos Wohnung ansonsten recht sauber ist, ihre Küche ist ein komplett anderes Thema. Meine Mutter würde beim Anblick dieses unorganisierten Chaos vermutlich in Ohnmacht fallen. Naja, sie würde vielleicht nicht gerade ohnmächtig werden, dazu ist sie zu stark, aber sie würde sich ein Wörtchen mit Kyoko reden. Und mit einem Wörtchen reden meine ich eine ordentliche Standpauke halten. Schließlich finde ich zwischen einem schlechten verschlossenen Säckchen Shrimp-Kartoffelchips, die müssen Tama gehören, und einem Päckchen Nudeln doch noch den Tee. Nun, da ich den Tee entdeckt habe, spüle ich eine Tasse aus, bevor ich mein Getränk zubereite. Ich habe eine einfache Tasse genommen, blasslila mit Tupfen. Sie könnte Tama genauso gut wie Kyoko gehören. Oh, ist das so genau erklärt wie möglich, wie etwas aussieht. Und am Ende ist es gar nicht mal wirklich wichtig. Das finde ich so furchtbar. Ah, ich bin, glaube ich, doch noch ein bisschen Feuer gegessen, merke ich. Der Gedanke, dass Kyokos Lippen den Rand dieser Tasse berührt haben, genügt, mit einer leichten Röte ins Gesicht zu treiben. Oh, ist er doch schon ein bisschen, Aber ich versuche, diese störenden Gedanken beiseite zu schieben. Ich setze mich wieder neben Tama hin, schaue mit einem Auge mit ihr ihre geistlose TV-Serie. Ich kann der Handlung nicht ganz folgen und sie ist mir auch egal. Irgendwas mit der Überwindung der Finsternis im eigenen Herzen. Whatever. Es ist wirklich eine sehr einfache gehaltene Serie. Offensichtlich für Kinder und nicht für grantige Männer in den 20ern gemacht. Und Tama scheint sie zu gefallen. Ich sollte ihr ihren Spaß lassen. Wenigstens ist sie dabei ruhig. Als ihr das Fernsehen zu langweilig wird, dreht Tama den Apparat ab und schaut mich erwartungsvoll an. Warum starrt sie mich jetzt so an? Was ist los? Nichts ist los, du dummer Mitsuki. Jetzt bin ich also von stinkig zu dumm befördert worden.
Da gefällt mir die Wahl schwer. Da fällt mir die Wahl schwer. Was meinst du? Gefällt dir die Serie auch? Interessiert dich meine Meinung denn? Ja, ich will wissen, was du von der Serie hältst. Ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Gar nicht so schlecht? Tama schmollt. Das darfst du nicht sagen. Pretty Magical Pumpkin ist super toll. Ja, für kleine Mädchen vielleicht. Für jeden. Engelsherz ist voll cool. Hat für jedes Problem die Lösung und verprügelt die Bösen. Ich mag so sein wie sie. Das habe ich auch in der Schule auf dem Karrierebogen geschrieben, den wir für die Lehrerin ausfüllen mussten. Ihr müsst schon einen Karrierebogen ausfüllen? Ihr seid doch noch kleine Kinder. Ich bin vielleicht noch ein kleines Kind, aber ich weiß schon, was ich werden will, wenn ich einmal groß bin. Ich werde nicht in einem blöden, stinkigen Restaurant arbeiten, wenn ich so alt bin wie Mama. Ich werde eine Kriegerin der Liebe und Gerechtigkeit sein. Oh wow, na viel Glück damit. Danke. Gut, dass Tama noch zu jung ist, um den Sarkasmus in meiner Stimme zu erkennen. Sie ist vielleicht schlimm, aber auf ihre Art ist sie auch noch sehr unschuldig. Und ich bin nicht die Einzige. In meiner Klasse wollen auch noch vier andere Mädchen Magical Girls werden. Wenn man Karrierebögen an Sechsjährige verteilt, muss einem klar sein, dass man hauptsächlich komische Berufswünsche genannt bekommen wird. Die meisten davon unwahrscheinlich. Als ich klein war, wollte ich Astronaut werden. Der Rest schlichtweg unmöglich. Und was wollen die Buben in deiner Klasse werden? Auch Magical Girls? Nein, gar nicht. Sie haben mich ausgelacht. Sie haben gesagt, Magical Girls als Beruf gibt's gar nicht. Und damit hatten sie recht. Die meisten von ihnen wollen Superhelden werden. Ja, diese Berufe sind alle normal, genau. Weil das eine vernünftigere Laufbahn ist. Und Keiichi hat gesagt, er will Godzilla werden. Ja, das habe ich mir gedacht. Godzilla? Große Träume zu haben ist gut und schön, aber manche davon stellen ziemlich sicher eine Urheberrechtsverletzung dar. Und was willst du werden, wenn das mit den Magical Girls nicht klappen sollte? Natürlich Tierärztin. Na, jetzt haben wir mal was Reelleres. Tama sagt das, als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt. Woher nimmt das Kind nur sein Selbstvertrauen? Naja, es weiß ja noch nie, wie viel Aufwand es hat, einen Arztberuf zu erlernen. Also, ich glaube eher, sie weiß es ja einfach nicht, ne? Dass man dafür vielleicht 6 oder 8 Jahre lernen muss. Ja, das dauert seine Zeit. Aber ich werde weder Tierärztin noch Floristin. Beide sind meine zweite und dritte Wahl. Ich werde ein Magical Girl. Mama hat mir zum Geburtstag sogar schon ein leuchtendes Herzzauberstab gekauft. Ja, dann bist du ja auch schon auf dem besten Weg. Das ist wahr. Ich werde alles tun, damit sich meine Träume erfüllen. Und dabei ist mir egal, was andere sagen. Ich will nicht wie Mama enden. Wie Mama enden? Was genau willst du damit sagen? Naja, als Mama so alt war wie ich, hatte sie auch Träume. Aber keiner davon ist wahr geworden. Sie konnte nie das tun, was sie tun wollte, weil sie für mich mitsorgen musste. Hat ihr das Kyoko so gesagt? Bin selber drauf gekommen. Habe ich Mama gefragt, welche Träume sie hatte, und sie hat gemeint, für dich zu sorgen. Aber das kann ja nicht immer so gewesen sein. Als sie noch klein war, gab es mich ja noch gar nicht. Mama hat ihren Traum verloren, als ich auf die Welt gekommen bin. Sie hat ihn wegen mir verloren. Mama wird bestimmt glücklicher, wenn sie wie ich schon davon geträumt hätte, ein Magical Girl zu werden. Aber das geht nicht. Sie ist zu alt dafür. Ach ja, wenn das Kind das mal ihrer Mutter erzählt hätte, dann würde sie wissen, dass sie Träume eingetauscht hat und nicht verloren hat. Ach, vielleicht ist das am besten so. Ich runzelte die Stirn und beobachte meine Spiegelung im Tee. Tama ist noch ein kleines Kind, aber dumm ist sie nicht. Sie lebt allein mit ihrer Mutter in beengten Verhältnissen und wahrscheinlich versteht sie Kyoko besser, als ich es tue.
Eine Frau, die zu schnell erwachsen werden musste. Eine Frau, die nie ihre Träume verwirklichen durfte. Ist das die wahre Kyoko? Ist es so? Hey, Mitsuki! Autsch! Ich zucke zusammen, als mich plötzlich eine kleine Faust mitten auf den Kopf trifft. Wofür war denn das jetzt? Du hast ein dummes Gesicht gemacht. Mag sein, aber deshalb musst du mich doch nicht gleich schlagen. Magical Girls attackieren keine Zivilisten. Ich weiß nicht, was dieses Wort heißt, aber ich muss dich attackieren. Du bist mein Feind. Hä? Ich bin dein Feind? Genau. Aber ich passe doch auf dich auf. Was habe ich dir denn getan? Du bist ein böser Erwachsener ohne Träume. Ich muss dich bekehren. Braucht es zum Bekehren unbedingt Schläge? Ich habe dich nicht geschlagen. Ich habe mit meiner Spezialattacke magische Faust eingesetzt. Okay, lassen wir das mal so stehen. Nein, einfach magisch. Nur ein Wort zu stellen und macht es nicht bis magische Faust. Okay, ich geb's auf. Besiegt strecke ich meine Arme in die Höhe. Wenn ich jetzt so richtig kindisch sein wollte, was ein Teil von mir ehrlich gesagt möchte, würde ich mit einem magischen Nasenstupser oder vielleicht einem magischen Tama an den Fußgelenken in die Höhe halten, bis ich schreit zurückschlagen. Aber ich will ja nicht den Zorn des kleinen Magical Girl Lehrlings auf mich ziehen. Warum sollten Magical Girls überhaupt mit ihren Fäusten kämpfen? Zumindest, soweit ich das verstanden habe, sollte sie doch Liebe, Freude, Sonnenschein verbreiten. Weil ich schon dabei bin. Hey, Tama, ich hätte eine Frage. Ich wette, es ist eine blöde Frage. Könnte schon sein. Sie ist noch ziemlich klein, aber durchschaut hat sie mich jedenfalls sofort. Du wirst doch ein Magical Girl sein, richtig? Mehr als alles andere. Das habe ich mir gedacht. Und weißt du auch, was Magical Girls tun sollen? Bösewichte bekämpfen. Ja, und was noch? In der Sportstunde beim Völkerball Keiji den Ball ins Gesicht dreschen. Richtig, genau das. Moment, was? Wie kommst du jetzt darauf? Keiji ist grausig. Er sekiert mich ständig. Aber so leicht lasse ich ihn damit nicht davonkommen. Ich bin viel stärker, als er glaubt. Ich verstehe, wie du dich fühlst, Tama. Aber du solltest deinen Kalassenkollegen wirklich keine Bälle ins Gesicht dreschen. Und warum nicht? Weil es nicht nett ist. Keiji ist nicht nett. Tama stampft mit dem Fuß auf. Ich seufzte. Warum ist sie so darauf versessen, ihre Probleme mit Gewalt zu lösen? Das kann sie nicht von Kyoko gelernt haben. Magical Girl, vergiss es. Tama könnte ein glänzendes Profilaufbahn als Wrestler vor sich haben. Lass mir das mal mit dem Völkerball machen. Aber sollten Magical Girls nicht eigentlich andere Leute glücklich machen? Ja, das stimmt wahrscheinlich. Und du hast gesagt, deine Mama hat immer so viel zu tun, stimmt's? Stimmt, Mama hat kaum freie Zeit. Und sie schaut auch immer so traurig. Warum machen wir ihr dann nicht eine kleine Freude? Was denn für eine? Ich grinse und rolle die Ärmel hoch. Räumen wir die Küche auf. Ja. Das ist auch eine Freude. Anfangs war Tama nicht gerade begeistert von meiner Idee, aber ich konnte sie schnell überreden. Das verdanke ich meinen enorm hohen Charisma-Wert. Ja, sicher. Und so arbeiten wir in relativ friedlicher Eintracht ein paar Stunden gemeinsam in der Küche. Ich räume all die alten klebrigen Flaschen mit Sojasauce, Mirin und Essig aus, die wie Pilze in den Regalen zu wachsen scheinen. Und ich wische auch alle Oberflächen ab. Danach spüle ich alle die dreckigen Teller ab, die in den Abwasch stehen, reinige das Backrohr und wasche den Boden auf. Und Tama? Ihr überlasse ich die archäologischen Ausgrabungen im Kühlschrank und es scheint ihr Spaß zu machen, verdorrtes und verschrumpeltes und lang abgelaufenes Zeug wegzuschmeißen. Gut möglich, dass sie hämisch grinsend auch ein paar grüne Paprika weggeschmissen hat, die völlig in Ordnung waren. Aber ich tue so, als hätte ich das nicht gesehen. Ich mag grüne Paprika auch nicht. Ja, dann können sie ja weg.
Warum kaufen die sich dann nicht gelbe oder rote Paprika? Sind ja dann genauso anders. Ist doch egal, ob man dann grüne holt. Am Ende der Putzorgie ist der Mülleimer voll mit abgelaufenen Lebensmitteln und alle Oberflächen glänzen. Erledigt. Gut gemacht, meine kleine Assistentin. Yay, die Küche strahlt und glänzt richtig. Das habe ich gut gemacht, ja? Ja, das hast du wirklich toll gemacht. Bekomme ich jetzt eine Belohnung? Magical Girls arbeiten nicht der Belohnung wegen, Dummerchen. Wenn du ein richtiges Magical Girl sein willst, machst du die Arbeit, weil sie da ist. Ist es dir nicht Belohnung genug, wenn deine Mama sich freut? Ich will schon, dass Mama sich freut. Aber. Aber. Tama blickt auf die Uhr, die an der Küchenwand hängt. Es ist fast Mittag. Ich habe Hunger. Du hast gesagt, du machst mir etwas Gutes zu essen, wenn ich brav bin. Mitsuki. Ach so, wenn ich brav bin, Mitsuki. Und ich war brav. Ich war richtig, richtig brav. Machst du mir jetzt was zu essen? Wenn sie sich mit ihren großen Hündchenaugen so anschaut, kann sie einfach nicht nein sagen. Ich schmelze dahin. Jo, das habe ich wohl gesagt. Und du warst eine große Hilfe. Also, was hältst du davon? Wir müssten ja die meisten wegschmeißen. Also, warum gehen wir nicht einkaufen? Wir kaufen ein, was wir brauchen, und dann kann ich dir was richtig Gutes zu essen machen. Gefällt dir das, Tama? Oh ja, tolle Idee. Ich hab dich lieb, Mitsuki. Ohne das geringste Zögern schlingt Tama ihren Arm um mein Bein und schmiegt ihr Köpfchen an meinen Oberschenkel. Du bist mein allerliebster Freund. Von Stinker zu dumm zu dummer und dann zu Freund, ja? Es sind aber sehr, sehr hohe Beförderungen. Das Einkaufen mit Tama stellt sich als anstrengender heraus, als ich mir vorgestellt habe. Ohne Zweifel angetrieben von der Aussicht auf etwas super Köstliches, vielleicht hätte ich mich mit dem Eigenlob etwas zurückhalten sollen, rast Tama durch den Supermarkt und schmeißt alle möglichen Zutaten in den Einkaufswagen, wenn ich gerade nicht hinsehe. Oh, Mitsuki, ich liebe Hühnchen. Lass uns was mit Hühnchen drin machen. Mitsuki, Mitsuki, ich liebe diese Schokopilze. Aber Mama kauft sie mir nie. Brauchen wir nicht auch Kartoffeln? Ich mag Curry mit großen Kartoffelstücken drin. Hey, Mitsuki, kaufen wir Käse? Käse ist echt super, wenn er schmilzt und Fäden zieht. War mein Lieblingseis ist im Angebot. Das brauchen wir auch. Erdbeeren. Erdbeeren sind so hübsch. Schau, ich habe sogar welche in den Haaren. Und auf der Hose. Mir ist nicht ganz klar, was ich aus dieser bunten Mischung an Zutaten zusammenpanschen soll. Aber solche Kleinigkeiten tangieren Tama wohl kaum. Letztlich ist sie nur ein Kind. Ich glaube nicht, dass man mit diesem Mischmasch aus Geschmäckern und Konsistenzen etwas für den menschlichen Verzehr zubereiten kann. Sogar ein Sternekoch hätte damit Probleme. Ich meine, Huhn mit Eiscreme, Kartoffelchips und Erdbeeren. Und wer isst Käse mit Schokolade? Am Ende muss ich mich auf die Beine stellen. Es freut mich, dass Tama so viel Spaß hat, aber sie kann nicht einfach in den Einkaufswagen werfen, was sie will. Das ist ja die reinste Anarchie. Ich erlaube ihr aber ein kleines Päckchen Schokoladepilze. Die schmecken mir auch ziemlich gut, besonders das Keks. Und so beschließen wir nach zahllosen Beschwerden Tamas, angeblich bin ich ein Kackerkopf, unsere Shoppingtour. Wow, er hat heute schon sehr viele Beleidigungen bekommen, ne? Kaum sind wir wieder in Kyokos Wohnung, beginne ich Mittagessen zu kochen. Nach kurzem Nachdenken entscheide ich mich für Hamburger mit Käse, Essiggurken und selbstgemachten Pommes. Welches Kind mag keine Hamburger? Nicht umsonst sind sie die Dauerbrenner in Fastfood-Restaurants und Familienrestaurants in ganz Japan. Noch echter wären sie, wenn ich ein kleines Fähnchen in das getoastete Hamburgerbrötchen stecken könnte. Aber ich muss wohl mit denen zurechtkommen, das ich habe. In Kyokos frisch geputzter Küche ist das Arbeiten entspannt und ein Lächeln stiehlt sich auf meine Lippen. Ich bin so in meine Aufgabe versunken, dass ich gar nicht bemerke,
wie Tama sich an mich anschleicht und meinen Hemdsaum packt. Hey Mitsuki, was machst du denn? Wie gesagt, es ist eine Überraschung. Warum wartest du nicht so lange im Wohnzimmer und spielst mit deinem Malbuch? Essen ist bald fertig. Das Malbuch ist aber langweilig. Ich mag nicht allein sein. Du magst lieber mit bei mir sein? Das habe ich nicht gesagt. Bei dir zu sein ist besser als ganz allein zu sein. Auch wenn du stinkst. Oh, so ist das also. Ich lasse die Handvoll Faschiertes, die ich gerade zu einem Hamburger formen wollte, zurück in die Schüssel fallen. Dann wasche ich der Abwasch die Hände. Tama hat schon recht, ich stinke. Und trockne sie mit einem Geschirrtuch ab. Mit nunmehr sauberen Händen wende ich mich Tama zu und sage sanft: Vermisst du deine Mama, Tama? Ein kleines bisschen vielleicht. Mama schimpft oft und ich muss dauernd grüne Paprika essen. Aber ich hab sie lieb. Sonst ist Mama am Wochenende immer bei mir. Die Wochenenden gehören nur uns beiden. Ich meine, du bist auch ganz okay, aber es ist nicht dasselbe. Du bist ein Junge. Tja, tut mir leid, dass ich ein Junge bin. Aber wenn ich mich ganz fest anstrenge, kann ich vielleicht ein magischer Junge werden. Dann könnte ich dir mit meiner Zauberkraft eine so tolle Mahlzeit zubereiten, dass du die Sorgen um deine Mama vergisst. Tama schaut mich skeptisch an. Ich glaube nicht, dass du das könntest. Doch, alles ist möglich, wenn du fest daran glaubst. Na, willst du vielleicht bei mir in der Küche bleiben? Du darfst mir auch ein bisschen helfen, wenn du magst. Ich kann Tama zwar nichts Gefährliches machen lassen, aber es gibt einfache Handgriffe, die sie abseits von Messern oder heißen Herdplatten tun kann. Wenn sie auf eine Aufgabe hat, vergisst Tama vielleicht, wie sehr sie ihre Mama vermisst. Außerdem, ich fühle mich auch einsam, weißt du? Wirklich? Du? Ja, mehr als du vielleicht glauben magst. Heißt das, du vermisst meine Mama auch? Naja, ich weiß nicht, ob ich Kyukun an sich vermisse. Obwohl absolut nichts gegen ihre Gesellschaft einzuwenden hätte. Aber ich vermisse meine Eltern, die in Aomori sind. Was? Heißt das, du hast auch eine Mama? Ja. Ja klar, ich bin nicht wie Momotaro in einem Pfirsich auf die Welt gekommen. Aber du kannst keine Mama haben, du bist zu alt. Wow, wie alt glaubst du eigentlich, dass ich bin? Uralt, mindestens 40 oder so. Was? Was an mir sieht aus, als wäre ich 40, die kleine Ratte. Ach ja, herrlich. Wenn ein 23-Jähriger für einen 40-Jährigen gehalten wird. Sehr gut. Ich verliere noch keine Haare und auch wenn ich nicht der allergesündeste bin, ich gehe noch nicht am Stock. Hey Tama, wenn du meinst, ich sei 40, wie alt ist dann deine Mutter? Ich weiß nicht, wie alt sie ist. Mama ist einfach Mama. Das war irgendwie klar. Ja, Mütter haben kein Alter. Ich seufze und schüttle den Kopf. Tama ist zu klein, um Altersrelationen zu verstehen oder darauf zu achten. Für Kinder in ihrem Alter ist wahrscheinlich jeder über 18 so gut wie ein Pensionist. Weißt du, in Wirklichkeit bin ich sogar jünger als deine Mama. Echt? Echt? Ich bin erst 23. Natürlich habe ich eine Mutter. Jeder hat eine Mutter. Sogar deine Mama hat eine. Das weiß ich natürlich schon, Blödi. Die Mama von meiner Mama ist meine Oma. Ach, nur, was nur? Ich habe sie noch nie gesehen. Meinen Opa habe ich auch noch nie gesehen. Ich glaube, Mamas Eltern mögen mich nicht besonders. Autsch, daran hätte ich denken müssen. Tama kennt ihre Großeltern überhaupt nicht. Das hat mir Kyoko erst gestern erzählt. Da bin ich jetzt buchstäblich auf eine Landmine getreten. Und eigentlich wollte ich, dass Tama sich besser fühlt.
irgendwie muss ich sie wieder aufheitern. Betrübtes Gesicht ist zu viel für mein schwaches Herz. Wow, ist ja dein schwaches Herz. Obwohl, der hat gerade eben gesagt, er ist nicht mehr der Gesündeste. Was soll denn das eigentlich heißen? Für einen 23-Jährigen. Wollen wir mal was zu trinken? Kein Moment. Hör mal, falls deine Großeltern dich nicht mögen, sind sie wirklich sehr dumm. Meinst du wirklich? Auf jeden Fall. Und stinkig. Du bist ein ganz tolles, kluges Mädchen, Tama. Du warst den ganzen Tag super brav, hast mir geholfen, die Küche sauber zu machen und du bist mit mir einkaufen gegangen. Auf dem Heimweg hat sie sogar eine der Einkaufstaschen getragen. Natürlich habe ich ihr die leichteste gegeben. Aber es ist der Gedanke, der zählt. Ich wette, du wirst auch eine gute Köchin, wenn du es probierst. Das habe ich dir schon erzählt, Mitsuki. In der Schule kochen wir manchmal, aber ich kann es nicht gut. Dann bringe ich es dir bei. Das wird ein Spaß. Warum probieren wir es nicht aus? Und so wurde Tama an diesem Tag meine Küchengehilfin. In einem der Schränke finde ich einen Plastikhocker und stelle ihn vor die Arbeitsfläche in der Küche. Darauf steht Tama und ich zeige ihr die Schüssel mit den Faschierten. Mit dem Faschierten. Das Wort ist schon wieder da. Ich muss jetzt unbedingt wissen, was faschiert bedeuten soll. Oder ist das nur ein Schreibfehler? Ich habe das Wort noch nie gehört. Faschiert. Als Faschieren bezeichnet man im Österreichisch-Deutsch das Zerkleinern von Fleisch mit einem Fleischwolf, was auch als Wolfen bezeichnet wird. Das Ergebnis nennt man Faschiertes, was dem Hackfleisch entspricht und gröber als Brät. Aha. Okay, wir haben Gehacktes. Warum sagen die das nicht gleich? Faschiert, das ist ein Wort. Boah, warum auch schon wieder Österreich-Deutsch? Das war vorhin auch schon so ein Wort. Da hat man auch gesagt, das ist so ein österreichisches Wort. Das ist schon merkwürdig. Diese Übersetzungen, das ist ein Österreicher gemacht und kein Deutscher. Tama beäugt das Fleisch anfangs misstrauisch. Das scheint so schleimig aus. Aber als ich ihr sagte, sie durfte das Leibchen formen, ist sie Feuer und Flamme. Sofort beginnt sie das Fleisch glücklich zwischen ihren Fingern zu zermatschen. Während sie arbeitet, wasche ich die Kartoffeln und schneide sie für die Pommes zu Stäbchen. Das sollte nicht allzu lange dauern. Genau deshalb habe ich etwas Einfaches ausgesucht. Aber gerade eben beginne ich meine Entscheidung zu bereuen. Mit Tama zu kochen. Wenn man das, was Tama da tut, Kochen nennen kann, macht mehr Spaß als erwartet. Ich möchte nicht, dass dieser entspannte häusliche Moment endet. Nicht so bald. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Kindernarr. Ich habe auch nichts dagegen sie. Und ich habe auch nie darüber nachgedacht, selber eine Familie zu gründen. Aber, ach je, so übel wäre das vielleicht gar nicht. Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als meine Mutter mir das Kochen beibringen wollte. Ich sage wollte, weil ich ein richtiger Schlingel war, vielleicht mehr als Tama, und ihr nie zuhören wollte. Kaum hatte ich eine Kartoffel geschält, heulte ich schon los, wie langweilig es sei und dass ich bitte rausgehen und spielen wolle. Glücklicherweise nimmt Tama das sportlicher als ich. Gemeinsam zu kochen macht viel, viel mehr Spaß als alleine. Zusammen mit jemand anderen, selbst wenn es sich dabei um ein Sechsjähriges handelt, hat das Ganze einfach mehr Sinn. Motivation, Bedeutung. Jetzt, wo ich etwas gefunden habe, das es wert ist, festgehalten zu werden, weiß ich nicht, ob ich es wieder loslassen könnte. Meine Güte, was man sich alles für Gedanken macht, wenn man kocht. Wow. Ach, wir sind sowas von. Keine Ahnung. So, kurz nach Mittag setzten Tama und ich uns zum Essen an den niedrigen Holztisch.
Anscheinend schmeckt Tama das Essen heute genauso gut wie letztens mein Reisomelett. Denn sie isst mit großem Appetit alles auf und lässt nicht einen einzigen Brösel übrig. Während sich Tama mit ihren Spielsachen beschäftigt, wasche ich ab. Danach gehen wir zum Spielplatz, um etwas Bewegung zu bekommen. Und es wird der Himmel eben noch strahlend blau, zieht jedoch bald mit dicken Wolken zu, was uns hastig aufbrechen lässt. Oh, man hat also doch schon wieder was mit dem Regen. Die können sich nie auf dem Spielplatz treffen, ganz einfach. Immer wenn die dahin gehen, regnet es. Die Zeit vergeht und Kyoko ist noch immer nicht heimgekommen. Es wird 3 und dann 4. Tama sitzt vor dem Fernseher, aber sie schaut nicht wirklich hin. Alle paar Augenblicke wandern ihre Augen zu Ohr. Hat die Mutter denn nie gesagt, wann sie wiederkommt? Ist es sowas wie eine Überraschung hier bei ihr oder so eine Unart, nie mal drüber nachzudenken? Ich sitze da, eine Tasse Tee in den Händen, aber ich trinke ihn nicht. Ah, es fängt an zu regnen. Um Punkt 5 haben die grauen Wolken ihre Schleusen mit solcher Präzision breit wie ein Scheunentor geöffnet, dass es schon fast nicht mehr nach einem Zufall aussieht. Jetzt ist es nach 5 und Kyoko kommt einfach nicht. Ich rutsche unruhig auf meinem Sitz herum und starre mein Spiegelbild im trübgrünen Tee an. Was, wenn Kyoko einen Arbeitsunfall hatte? Oder vielleicht hat sie einen randalierenden Kunden belästigt. Hoffentlich ist sie nicht verletzt. Hunderte Szenarien ziehen mir durch den Kopf. Jedes unwahrscheinlicher als das vorige. Aber jedes einzelne davon zerrt an meinen Nerven. Wann sagt Kyoko, ist ihre Schicht zu Ende? War das nicht um 5? Hat sich gerade verabschiedet. Ach, mein Gott, das gibt's immer wieder was hier. Ich muss mir ja etwas angewöhnen, dass die Controller nie den ganzen Tag halten, so wie bei der PlayStation 4. Okay, wann sagte Kyoko, ist ihre Schicht zu Ende? War das nicht um 4? Sie müsste eigentlich schon daheim sein, oder? Wo bleibt sie nur? Hat sie der Regen aufgehalten? Ist sie am Heimweg ausgerutscht und hat sich den Kopf eingeschlagen? Boah, er fängt an und an, immer mehr und mehr herauszudenken. Hat sie ein Fremder in seinen unauffälligen weißen Lieferwagen mitgenommen? Was ist, wenn? Klopf. Na, endlich. Ah, Mizuki, hast du gehört? Hast du das gehört? Die strahlenden Augen voller Vorfreude springt Tama auf. Es ist Mama. Mama ist wieder da. Wieso klopft sie an ihre eigene Wohnung an? Ich muss sie reinlassen. Sie wird ganz nass draußen. Ihre Mutter wird wohl nie anklopfen. Hey, Tama! Ich rufe Tama nach und will sie erinnern, dass sie Fremden die Tür nicht öffnen darf, wenn kein Erwachsener da ist. Aber es ist zwecklos. Tama flitzt über die Tatami-Matten zur Tür und stolpert unterwegs beinahe über einem von Kyokos Schuhen. Ihre Fingerchen fassen die Türklinke noch immer, strahlt Tama über das ganze Gesicht. Mama, Mama, ich hab dich vermisst. Hinter dieser Tür könnte jeder stehen. Es könnte ein Nachbar sein oder ein Vertreter oder ein Polizist, der kommt, um uns zu sagen, dass eine gewisse Himuro Kuyuki bei einem einfachen Zug gestürzt ist. Aber Tama kümmert das alles nicht. Nee, sie geht ja auch nie davon aus. So etwas kommt ihr nicht einmal in den Sinn. Sie drückt die Schnalle, die Tür öffnet sich nach innen und Mama! Warum klopft die bei sich selber zu Hause an? Kyoko! Es ist kein Nachbar, kein Vertreter und auch ganz sicher kein Polizist. In der Tür steht mit regennassem Haar und am Körper klebendem Sweater keine andere als Himuro Kyoko. Sie ist also heimgekommen. Klar ist sie heimgekommen. Was sonst habe ich erwartet? Ja, was sonst, ne? Ich kenne Kyoko noch nicht lange, aber dass sie ihre geliebte Kleine nicht im Stich lassen würde, sollte gar sogar mir bewusst sein. Das stimmt schon, aber wir haben jetzt dreimal mit ihrer Tochter zu tun gehabt und an zweien ist sie jetzt immer zu spät gekommen.
bei zwei Malen. Also, ich würde jetzt mal langsam zweifeln, dass sie weiß, was ein Telefon ist. Wie Kyoko gerade Tama ansieht, macht das sonnenklar. Ihre Augen werden trotz der erkennbaren Erschöpfung nach einem schweren Arbeitstag ganz weich. Sie hockt sich nieder und öffnet mit einem breiten Lächeln die Arme. Tama, du hast mir so gefehlt. Tama schmeißt sich geradezu in die ausgestreckte Arme ihrer Mutter, wirft sie beinahe nach hinten um und vergräbt ihr Köpfchen in Kyokos Brust. Aus Kyokos nassen Haaren tropft es auf Tamas Kopf, aber die stört das nicht im geringsten. Tama ist einfach nur auf eine reine und unschuldige Art glücklich, wieder mit ihrer Mutter vereint zu sein. Du hast mir auch gefehlt, Mama. Du hast mir so gefehlt. Oh, pass bitte auf, Tama. Ich will nicht, dass du dich erkältest. Kyoko nimmt Tamas Arme von ihrem Hals und erhebt sich. Sie schließt die Türe hinter sich und zieht die schmutzigen, nassen Schuhe aus. Ihre Wangen haben etwas Farbe bekommen. Ich habe nicht erwartet, dass es heute regnen würde und keinen Schirm mitgenommen. Kyoko schlägt die Arme um ihren Körper, um sich aufzuwärmen. Aber das verhindert nicht, dass sie trotzdem zittert. Sie niest. Mama, geht's dir gut? Soll ich dir ein Handtuch bringen? Ich kann dir eine Tasse Tee machen. Na, das ist nicht nötig, Mizuki. Mach dir keine Mühe, meinetwegen. Boah, einfach heißes Wasser anzumachen und einen Beutel reinzuschmeißen, ist jetzt nie wirklich das Wort Mühe, oder? Kyoko lächelt mich sanft an. Es ist ein ziemlich nasskaltes Lächeln und von ihrem Gesicht tropft das Wasser, aber ich freue mich. Selbst vom kalten Regen durchnässt sieht Timuro Kyoko fantastisch aus. Vielleicht sogar noch fantastischer als sonst. Er tut wohl anscheinend auch auf durchnässte Sachen stehen. Durch die nasse Bluse erhasche ich einen Blick auf die Silhouette ihrer. Okay, das reicht. Komm wieder hoch aus dem Kanal. Ich hab's so gewusst. Boah, wenn. Naja, lass mal. Tama hat sich hoffentlich benommen, während ich weg war. Du hast Mizuki hoffentlich keine Streiche gespielt, Tama. Gar nicht. Ich war ein braves Mädchen. Sicher? Ganz sicher. Ich habe Mizuki geholfen, die Küche aufzuräumen. Und dann haben wir zusammen Mittagessen gekocht. Und es hat ganz toll geschmeckt. Wirklich? Das hast du alles getan? Hat sie. Und war auch eine echte Hilfe. Dann bin ich glücklich. Ich schaffe es nie, dass mir Tama im Haushalt hilft. Irgendwann musst du mir dein Geheimnis verraten, Mizuki. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt ein Geheimrezept habe. Naja, man kann sie ja erpressen mit ganz tollen Essen, ne? Ich hab's getan, damit ich ein Magical Girl werden kann. Wie bitte? Hat mir Mizuki gesagt. Er hat gemeint, Magical Girls helfen Menschen und wenn ich ein echtes Magical Girl werden will, wie Pumpkin, muss ich den Menschen helfen. Ich habe mir gedacht, wenn ich ganz, ganz viel helfe, geht mein Traum in Erfüllung. Dein Traum erfüllen? Wie bewundernswert. Sagt sie zu ihrem Kind, wie bewundernswert, dass ich das noch erleben darf. Hast du viel Erfahrung mit Kindern, Mitsuki? Eigentlich nicht. Überhaupt nie, würde ich mal denken, oder? Keine Brüder oder Schwestern? Einzelkind. Ja, auch. Ich habe es immer irgendwie schade gefunden. Ich hätte mich über eine Schwester gefreut. Manchmal denke ich, es wäre nett, wenn Tama einen Bruder oder eine Schwester zum Spielen hätte. Dann würde sie sich wenigstens nicht so allein fühlen, wenn ich nicht da bin. Aber ich glaube, noch ein Kind wäre mir zu viel. Ich komme so schon kaum durch und die Wohnung ist auch viel zu klein. Pflanzen in einem zu kleinen Topf wachsen auch nicht richtig. Genau, hast du den Ausspruch von deinen Eltern gehört? Von meiner Tante. Das war ein Lieblingsspruch von ihr. Ah ja, klingt nach einer weisen Frau. Ja, oder nach jemandem, der einfach kein zweites Kind wollte. Okay, jedenfalls, wie du siehst, bin ich auf dem Heimweg etwas nass geworden. Ich werde mal ein Bad nehmen und mich umziehen. Das heißt, auf dem Heimweg nass geworden?
Wann war denn dein Heimweg gewesen? Solltest du nicht schon vor einigen Stunden da gewesen sein? Wenn du magst, Mitsuki, verlegen spielt Kyoko mit einer Locke ihrer nassen Haare. Du warst mir so eine große Hilfe. Wenn du magst, gebe ich dir nachher ein bisschen Nachhilfe. Ist mir recht, aber bist du nicht erschöpft? Du bist gerade erst aus der Arbeit gekommen. Das passt schon. Außerdem, versprochen ist versprochen und wird dann auch nicht gebrochen. Etwas in mir möchte Kyokos Au-Angebot ablehnen, so nett es auch ist. Sie ist offensichtlich erschöpft und ich möchte sie nicht weiter belasten. Ich bin schließlich nur zum Babysitten für Tama gekommen und werde jetzt, da Kyoko wieder daheim ist, nicht mehr gebraucht. Und zweitens muss man auch noch sagen, soll das Kind auch ein bisschen was von ihrer Mutter haben. Darum wäre es jetzt Quatsch, wenn man jetzt eigentlich da bleiben würde. Aber er sagt ja sowas Ähnliches wie eigentlich, ne? Ich bin nicht willkommen. Ich störe nur. Aber eigentlich will ich jetzt noch gar nicht geheim gehen. Nicht nach einem so angenehmen Tag. Jetzt wieder allein zu sein, würde mir schwerfallen. Und so kommt es, dass ich den Kopf neige und sage: Wunderbar, dann gehöre ich ab nun ganz Ihnen, Frau Lehrerin. Ach ja, denkt nicht nach. Oh, stimmt. Irgendwie bin ich ja dann deine Lehrerin, nicht wahr? Also setze ich dich gerade hin, okay? Bin bald im Bad, gleich fertig. Jawohl, Frau Lehrerin. Boah, also ich hoffe, die reden hier wirklich die ganze Zeit so. Kyoko nimmt aus einer der Kommoden frische Kleidung und geht ins Badezimmer. Mit einem leisen Klick schließt sie die Tür hinter sich. Gleich darauf erfüllt das Geräusch fließendes Wasser das Zimmer und vermischt sich mit dem der Regentropfen, die noch immer gegen das Fenster prasseln. Jetzt zieht sich Kyoko gerade aus und steigt in das warme, entspannte Bad. Und das hörst du dir alles an, ja? Aber daran werde ich nicht denken. Ich bin ein Mensch, kein wildes Tier, und ich kann meine Triebe kontrollieren, auch wenn Kyoko wirklich toll aussieht und auch mein Typ ist und ich schon ewig nicht mehr mit einem Mädchen in meinem Alter geredet habe. Kommt jetzt noch mehr und. Trotzdem, ich werde nichts Unpassendes sagen oder tun. Außerdem sind Kinder, nun ja, ein Kind anwesend. Zum Teufel nochmal. Ich muss etwas finden, um mich abzulenken. Hey Tama, was wollen wir tun, während deiner Mutter im Bad ist? Fernschauen? Fernschauen ist langweilig. Wollen wir dann vielleicht in deinem Malbuch weitermalen? Das ist mir auch zu fad. Ein Spiel vielleicht? Wir könnten ein Puzzle zusammensetzen oder eine Runde live spielen. Ja, live mag ich spielen. Das ist lustig. Mama könnte auch mitspielen. Vielleicht, wenn sie mit dem Baden fertig ist. Habt ihr das Spiel? Ich glaube schon, aber ich weiß nicht genau, wo es ist. Gut, so groß ist die Wohnung ja nicht. Sollte leicht zu finden sein. Erinnerst du dich, wann ihr das zuletzt gespielt habt? Weiß ich auch nicht mehr. Äußerst präzise. Bei ihrem scharfen Beobachtungsgabe würde Tama sicher einen guten Detektiv abgeben. Genau wie mit dem Schlüssel, den wir nie gefunden haben, ne? Ich kann mich nicht erinnern, aber. Ah, jetzt weiß ich es. Ich gehe Mama fragen. Die weiß bestimmt, wo es ist. Aber die ist gerade in der Badewanne. Ja, aber sie ist nicht aus der Welt, Mitsuki. Ich kann sie ja auch fragen, wenn sie im Bad ist, Dummerchen. Ah ja, das stimmt. Ja, genau. Du kannst es nicht. Ich nicke. Da hat sie auch wieder recht. Ihr Gedankengang ist völlig logisch, aber. Irgendwas passt an der Idee nicht, oder? Irgendwas stimmt absolut ganz und gar nicht daran. Tama darf diese Tür nicht aufmachen. Hey, Tama, warte! Ich greife nach Tama, um sie am Arm zurückzuhalten. Aber ich komme zu spät. Ihre kleinen Finger schließen sich um die Türschnalle. Sie drückt sie beherzt hinunter und stößt die Tür ohne weitere Gedanken nach hinten auf. Hey Mama, Mitsuki will dir was sagen. Nein, will ich nicht. Das war ganz allein deine Idee. Du hast aber gesagt, wir können ein Spiel spielen. Hey Tama, du bist der Erwachsene hier. Du gehst fragen. Ich packe die kleine Teufelin an die Schulter, aber.
Mitsuki fragt sie endlich, wo die Schachtel mit den Live-Spielen ist. Ich will spielen. Ah. Entschuldige bitte, tut mir wirklich leid. Tama schiebt mich erstaunlich kraftvoll ins Badezimmer, sodass ich stolpere. Ich versuche mir die Au. Das kann doch nicht wahr sein. Warum hat er das Kind nicht einfach gehen lassen? Warum ist er der jetzt hinterhergerannt und lässt sich jetzt von dem Kind in. Na, das ist doch dumm. Ich versuche mir die Augen zuzuhalten. Aber es ist schon zu spät. Ich habe Kyoki schon gesehen. Ich habe sie ganz gesehen. Interrupted! Ich habe eine Trophäe! Yeah! Boah! Ist das da eine Ente? Soll das jetzt eine Gummiente darstellen? Auch mal was zu trinken. Meine Güte. Meine anziehende Gastgeberin sitzt halb untergetaucht in der Wanne. Das klare Wasser umspielt ihre Arme, ihre Knie und ihren Busen. Ihre Haut hat im heißen Wasser einen hellrosa Ton angenommen. Und auf ihrer Stirn, ihren Wangen und der Nasenspitze stehen kleine Tröpfchen. Mein Gott, muss das wirklich so genau beschrieben werden? Das ist für ab 12-Jährige. Kyokos langes braunes Haar ist, das soll braun darstellen? Ehrlich? Es soll braun darstellen? Ist nass und strähnig. Es klebt an ihrem Körper wie eine zweite Haut. Aber solang es auch ist, es kann nicht verbergen, was sie zu zeigen hat. Ich sehe alles, bis ins kleinste Detail. Die sanfte Wölbung ihres Bauchs, die im Wasser leicht gezerrt wird, die glatte, üppige Rundung ihrer Oberschenkel, ihren Busen. Wow, wenn sie nichts anhat, schauen die sogar noch größer aus. Mein Gott, kann er nicht mal weggucken? Das ist der erste Gedanke, der mir durch den Kopf schießt. Aber das darf ich nicht laut sagen. Kyoko soll ja nicht glauben, ich wäre ein Perversling. Das bin ich auch wirklich nicht. Also warum stehe ich dann da und starre? Ja, du stehst schon die ganze Zeit, ne? Kyoko blinzelt mich unbewegt an. Sie ist so perplex, und wer wäre das nicht, dass ich sie durch das Wasser hindurch zittern sehen kann. Schließlich, nach einer ewig scheinenden Pause, stößt sie meinen Namen hervor. Mitsuki? Kyoko? Meine Kehle ist völlig ausgetrocknet, als hätte ich die halbe Sahara im Mund. Auf meiner Stirn bilden sich Schweißtropfen. Mein Hemd klebt an der Haut. Hier herinnen steht wirklich der Dampf. Kyoko badet wohl gerne sehr heiß, wenn die Wände und der Spiegel sind mit Kondenswasser beschlagen. Ich hatte nicht erwartet, dich so schnell wiederzusehen. Ich auch nicht, Tama hat. Ja klar, natürlich war es Tama. Dieses Mädchen ist schon anstrengend. Mir musst du das nicht sagen. Ich erhasche einen nicht so ganz so verstohlenen Blick auf Kyokos Busen, der nur teilweise unter Wasser ist. Anstrengend, hä? So kann man es auch sagen. Wärst du mir sehr böse, wenn ich dich bäte, herauszugehen? Wärst du mir sehr böse? Was, müsste sich jetzt noch da entschuldigen, dass er reingestürmt ist oder was und sich von dem kleinen Mädchen hat reinschubsen lassen? Ich bin sonst nicht so direkt, aber ich versuche gerade ein Bad zu nehmen. Ein Bad? Genau, ich verstehe. Ich versuche, meinen Blick von Kyokos üppiger Brust loszureißen. Hör auf zu stachen. Du machst die ganze Sache noch peinlicher, als es ohnehin schon ist. Du hirnloser Wicht. Und zwinge mich, ihr in die Augen zu sehen. Ach, schön, dass du mal den Blickwinkel verändern willst. Oder wenigstens versuchen willst. Im gleichen Augenblick wünschte ich hätte das nicht getan. Als ich ihr ins Gesicht sehe, fühle ich mich aus irgendeinem Grund noch schuldiger als vorhin, wie ich ihr Körper angegafft habe. Angesichts der Umstände ist Kyokos Gesichtsausdruck recht sanft, aber das macht alles nur noch schlimmer.
Sie sollte mich anschreien und beschimpfen. Das gebührt mir. Ist sie eine Heilige? Ein Engel? Denkt er immer noch die ganze Zeit, anstelle jetzt mal rauszugehen? Wie kann diese Frau nur so rein sein? Und warum nütze ich ihre grenzenlose Liebenswürdigkeit so schamlos aus? Was in aller Welt mache ich hier? Diokos, es tut mir wirklich leid, wirklich leid. Es ist schon recht spät geworden. Ich sollte jetzt wohl besser heimgehen. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und wenn du magst, im Kühlschrank stehen noch Reste vom Mittag. Guten Appetit. Mitsuki. Kyoko neigt den Kopf zur Seite. Ihr langes Haar treibt im Wasser wie verschüttete Tinte. Ich dachte, ich sollte dir noch Nachhilfe geben. Ist schon okay, irgendwie bin ich auch recht müde. Das können wir gerne auf ein andermal verschieben. Ich glaube nicht, dass ich es aushielte, nachdem da neben Kyoko am Tisch zu sitzen. Das schaffe ich einfach nicht. Dazu bin ich nicht stark genug. Boah. Na gut, ich gehe dann mal. Viel Spaß noch im Bad. Mitsuki, so warte doch. Aber ganz egal, was Kyoko zu sagen hätte, nichts könnte mich zurückhalten. Hier herumzustehen ist nur schlecht für mein Herz. Noch eine Minute hier und es wird in einem Schauer von Blut und Innereien aus meiner Brust springen. Und wer putzt die Sauerei dann weg? Kyoko? So eine groteske Szenerie mag ich ihren hübschen Mädchenaugen nicht zumuten. Das wäre nicht besonders galant. Nicht, dass ich galant wäre, aber wer geht einfach in das Badezimmer einer Dame, während sie gerade in der Wanne liegt und explodiert dann einfach? Das ist einfach krank. Blut lässt sich ohnehin total schwer wegputzen, selbst im Badezimmer fließen. Der hat jetzt eine komische Gedankensprünge, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also gehe ich. Ich muss gehen. Ich habe bereits mehr gesehen, als einem gewöhnlich Sterblichen wie mir zusteht. Ich ziehe die Badezimmertür hinter mir zu und gehe schnurstracks Richtung Eingangstür. Aber in meiner Eile vergesse ich etwas Wesentliches. Ja, vielleicht das Kind, hä? Karma. Hey, Mitsuki, wohin gehst du auf einmal so eilig? In meine Wohnung. Aber wir wollen doch zusammen live spielen. Meine Pläne haben sich geändert. Aber warum? Tamas Gesichtchen verfällt. Habt ihr das Spiel nicht gefunden? Weiß Mama nicht, wo es ist? Ja, das war nämlich der Grund, warum wir eigentlich in dem Bad waren, ne? Hast du Mama überhaupt gefragt, wo es sein könnte? Tja, also, sie hat mich durchschaut. Shit. Ich muss gehen. Es hat sich was ergeben, das ist alles. Was ergeben? Ja, genau. Was meinst du damit? Du bist nicht krank geworden, oder? Nein, so würde ich das nicht nennen. Vielleicht krank im Kopf. Aber du bist ganz rot im Gesicht. Vielleicht hast du Fieber. Passt schon, ich werde es überleben. Aber mach dir um mich keine Sorgen, Tama. Mir geht's wirklich gut. Ich tätschel den Kopf der vorwitzigen Kleinen. Wenn du älter bist, erzähl ich es dir. Also nie. Bezweifle, dass ich mich je hiervon erholen werde. Oh Gott. Das werde ich wohl nicht so bald vergessen. Ja, so kann man auch vorankommen. Das gibt's doch nie. Was ist denn das für ein Visual Novel Spiel? Ich habe hier einfach nur eine Geschichte vor mir. Also, ich kenne die Dinger eigentlich mit Entscheidungen, tausenden Enden und sowas. Und nicht sowas hier. Ach, mein Gott. Ich brauche was zu trinken. Aber dennoch, trotz dieses gar nicht so unwillkommenen Schrecks, geht das Leben weiter. Ich versuche, das Bild von Kyoko in der Badewanne zu verdrängen und ich kann mir vorstellen, dass Kyoko die Sache auch am liebsten vergessen will. Am folgenden Wochenende sehen wir uns wieder. Keiner von uns erwähnt den peinlichen Zwischenfall im dampfenden Badezimmer. Allerdings fällt mir auf, dass Kyokos Wangen ein bisschen rosiger sind als sonst, als wir einander begrüßen. Dann geht Kyoko und ich verbringe einen weiteren Tag mit damit auf Tama aufzupassen.
Wir sehen zusammen fern, gehen auf den Spielplatz und zu Mittag deckt Tama den Tisch und hilft mir in der Küche. Kyoko kommt an diesem Abend rund um 17 Uhr aus der Arbeit. Ihre Heimkehr kündigt sie sich durch das Klicken der Tür und ein leises Ich bin wieder da an. Und warum hat sie das letzte Mal das nie gemacht? Nummer 1, sie hat nicht gesagt, wann sie wiederkommt. Und Nummer 2, beim letzten Mal hat sie auch geklopft. Also was soll jetzt dieses Ich gehe jetzt in meine Wohnung rein und sage, ich bin da. Das ist eigentlich auch das, was man für seine eigene Wohnung erwartet, finde ich. Also es wird nicht geklärt, warum sie später gekommen ist. Mama? So wie Kyoko den Raum betritt, springt Tama auf. Sie wirft sich gegen ihre Mutter, die nach ihrer Schicht erschöpft aussieht, und schmiegt den Kopf an ihren Bauch. Mama, Mama, schön, dass du wieder da bist. Du hast mir gefehlt. Du hast mir auch gefehlt, mein kleiner Liebling. Kyoko wuschelt durch Tamas Haare, das ohnehin immer wild durcheinander steht. Egal, wie oft sie es in Ordnung bringt. Hattest du einen schönen Tag? War es lustig mit Mitsuki? Ja, er hat mir ein eingeschlagenes Omelette gemacht. Wirklich wahr? Ja, und gebratenes Huhn und braunen Reis und Würstchenkragen aus Frankfurter Würstchen hat er gemacht. Die schauen voll süß aus. Würstchenkragen, hm? Wie man die macht, hat mir meine Mutter gezeigt, als ich noch in die Schule ging. Damals war ich noch keine große Hilfe in der Küche, aber die schaffte sogar ich. Ich habe die immer in einer Lunchbox mit in die Schule genommen. Meine Freunde haben sich daraus bedient. Ich habe sie immer herzlich gefunden. Hast du dir das Essen für die Schule selbst gemacht, Mitsuki? Nein, das nicht. Ich habe damals noch nicht richtig gekocht. Das war noch bevor meine Mutter den Unfall hatte, weißt du? Oh, natürlich, das hätte ich mir denken können. Tut mir leid. Du musst dich doch nicht entschuldigen. Kein Grund, sich schuldig zu fühlen. Es ist halt, naja. Selbst wenn ich damals gekocht hätte, ich hätte es niemandem gesagt. Oh, und warum nicht? Weil ich ein Junge war. Die sollen eigentlich nicht kochen. Vor allem keine Würstchenkragen, die hätten mich ausgedacht. Die haben sich ohnehin schon wegen meines beschissenen Namens lustig über mich gemacht. Da wollte ich meinen Schulfreunden nicht noch extra Munition geben. Teenager können so grausam sein. Und Kinder auch. Immer so geflüstert. Ich war immer klein für mein Alter. Warum konnten sie nicht auf jemanden gleich großen losgehen? Paradoxerweise hat mich meine Kleinheit zu einem größeren Ziel gemacht. Ich kam nie zur Ruhe. Ich weiß nicht recht. Viele berühmte Küchenchefs sind Männer, oder? Über die macht sich auch keiner lustig. Ja, aber die sind berühmt. Ich nicht. In meiner Schule gab es Jungen, die sich ihr Essen selbst gemacht haben. Aber niemand hat sie deswegen aufgezogen. Vielleicht läuft das in der Stadt anders. Vielleicht sind da die Leute toleranter. Ich weiß nur, dass bei uns Kochen nur etwas für Weicheier war, wie Nähen zum Beispiel. Darum wollte ich es nie lernen. Hätte meine Mutter nicht diesen Unfall gehabt, hätte ich nie daran gedacht. Ich seufzte. Vieles wäre wohl anders gelaufen. Es wäre für alle Beteiligten leichter gewesen, aber zumindest habe ich ein paar fürs Leben nützliche Dinge gelernt. Ich schüttelte den Kopf. Ich möchte jetzt nicht an meine Mutter denken. 5 Jahre lang habe ich mein Leben aufs Abstellgleis gestellt, um sie zu unterstützen. Und obwohl ich das nicht bereue, möchte ich lieber nicht an diese Zeit denken. Physisch habe ich Aomori hinter mir gelassen. Und dennoch, psychisch bin ich vielleicht noch an mein altes Leben gekettet. Da fällt mir ein, in meiner alten Schule haben die meisten Jungen ihr Essen in der Cafeteria oder im Supermarkt gekauft. Manche Glückspilze bekamen Essen von ihrer Freundin. Alle haben sie beneidet. Eine Freundin zu haben, die dir das Essen macht, war sowas wie ein Statussymbol. Ja, das war bei uns auch so. Die Jungen in meiner Klasse haben immer damit angegeben, wenn ihre Freundin ihnen etwas gekocht hat. Hey, Mitsuki! Kyoko lächelte nicht neckig an, ihre Augen funkeln. Gab es da Mädchen, die dir etwas hergerichtet haben, als du Teenager warst? Ja, jeden Tag. Echt jetzt? Das heißt, wenn meine Mama als Mädchen durchgeht.
Ich lache, schüttelte den Kopf und Kyoko bläst die Wangen auf. Tja, hast mich reingelegt. Was sonst? Oder glaubst du echt, ein Typ wie ich könnte ein Mädchensperm sein? Ich wüsste nicht, warum nicht. Ha, jetzt mach dich aber du über mich lustig, Kyoko. Hab ich wohl verdient für mein Klugscheißen. Ich lache und Kyoko fällt ein. Und was ist egal? Hä, was ist los? Worüber lacht ihr? Ach, gar nichts, Tama. Vergiss es. Ich will's aber wissen. Hat Mitsuki einen Blödsinn gesagt? Nur etwas Lustiges, Liebling. Das glaube ich dir nicht. Jungen reden immer Blödsinn. Drum kriegen sie auch dauernd Probleme. Vorige Woche hat Frau Hanasawa Geishi in der Klasse ausgeschimpft, weil er zu Miho gesagt hat, dass die Leute in England Radiergummis essen. Miho glaubt alles, das Keiichi sagt. Also hat sie von ihrem Radiergummi abgebissen und dann hat sie angefangen zu heulen. Dieser Keiichi klingt wirklich nach einem Unruhestifter. Ja, das ist er. Er ist ein wirklich schlimmer Bub. Nicht so wie ich. Ich bin brav. Das stimmt wirklich. Du bist brav. Du bist die liebste, süßeste, bezauberndste Tochter auf der ganzen Welt. Und Radiergummis esse ich auch nicht. Na, hoffentlich nicht. Mein Essen schmeckt mit Sicherheit besser als woraus auch immer Radiergummis bestehen. Sind die nicht aus Gummi? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe mir die Frage nie gestellt. Schön, dass ich mir selber jetzt frage, ob es ein Radiergummi aus Gummi ist. Boah. Mach dir keine Sorgen, Mitsuki. Dein Essen ist wirklich sehr gut. Vielleicht hättest du früher anfangen sollen zu kochen, Mitsuki. Vielleicht hätten die Jungen dich deswegen schräg angesehen. Aber ich bin sicher, dass es deine Klassenkolleginnen beeindruckt hätte. Meinst du wirklich? Ich bin sogar sicher, Frauen mögen Männer, die im Haushalt mitarbeiten können. Und zu einer Würstchenkrake hat noch keiner Nein gesagt. Stimmt doch, Tama, oder? Jojojo. Siehst du? Man sagt, der Weg zum Herzen eines Mannes geht durch den Magen. Aber das gilt umgekehrt genauso. Wir sind nicht so viel anders als ihr. Diesen Rat hätte ich früher bekommen müssen. Dann hätte er ja vielleicht noch genützt. Du würdest mit deinen Kochkünsten die Herzen aller Klassenkolleginnen brechen. Ich hätte es zumindest probieren können. Jetzt ist es viel zu spät dafür, aber ich schaue zu Tama hinunter. Wenigstens eine neue Verbündete habe ich durch mein Kochen an Land gezogen. Und vielleicht denke ich träumerisch mit der Zeit, erreiche ich dann vielleicht auch Kyokos Herz. Oh, er hat doch langsam schon Ziele, und Hoffnungen. Nachdem Kyoko ein kurzes Bad genommen hat, das diesmal ohne durch eine übereifrige Tama verursachte Zwischenfälle verläuft, setzt sie sich zu mir an den Tisch in der Mitte des Zimmers. Nach dem Baden hat sich Kyoko abgetrocknet und ihre Haut ist rosig, aber ihr langes schwarzes Haar ist noch etwas feucht. Auch auf ihrer Haut sind noch einzelne glitzernde Tröpfchen. Wäre ich ein Dichter, würde ich sie vielleicht mit einer von Morgentau glitzernden Blüte vergleichen. Ich bin aber keiner, also sage ich ganz einfach, sie schaut echt scharf aus. Was für ein Poet. Auf dem Tisch stehen zwei Tassen grünen Tee, von denen feine Dampfschwaden aufsteigen. Der Geruch des Matcha vermischt sich mit dem schwachen, unaufdringlichen Duft von Kyokos Parfüm. Der Geruch des Matcha vermischt sich mit dem schwachen, unaufdringlichen Duft von Kyokos Parfüm. Ich denke mal, der grüne Tee soll so heißen, oder? Es ist ein angenehmer, entspannender Duft, der mich ein kleines bisschen schläfrig macht. Ja, dann ist ja das Lernen super hilfreich. Das ist jetzt schon die zweite Woche, wo er wohl nie mehr lernen wird. Also, Mitsuki, wegen der Nachhilfe. Letzte Woche ist das ja nicht geklappt. Und ich fühle mich ein bisschen schuldig deswegen. Oh, aber nein, alles in Ordnung. Ich hatte etwas Dringendes zu erledigen. Nun ja. Kyoko hüstelte geziert. Wie beide an dem
Vorfall dran teilgenommen haben, aber kein einziges Wort darüber reden oder etwas sagen, aber sich trotzdem beide beschämt fühlen. Wenn man sowas beobachtet, ich finde das irgendwie auch witzig. Solange ich nie in der Situation wäre. Kyoko hüstelte geziert. Ich versprach dir, beim Lernen zu helfen, und das Versprechen möchte ich auch halten. Tauschgeschäft ist Tauschgeschäft, nicht wahr? Hey, jetzt klingst du wie eine Hexe im Märchen. Nicht wie eine böse Hexe, hoffe ich. Lass mal sehen. Als Alleinerzieherin kann ich dir versichern, dass ich keine Kinder mehr brauche. Mein Erstgeborener ist vor mir sicher. Okay, aber Rumpelstilzchen ist keine Hexe. Oder welche Hexe wird das Erstgeborene von wem nehmen? Ich kenne jetzt kein Märchen, wo eine Hexe ein Erstgeborenes will. Du bist mit Sicherheit eine bessere Erziehungsberechtigte, als ich es je sein könnte, Kyoko. Du bist viel reifer als ich. Aber du bist der bessere Koch. Ja, Reife und Kochen, das ist wohl ein Riesenunterschied. Ich hatte mehr Gelegenheit zu lernen. Ich hatte diese Gelegenheit auch. Meine Mutter hat mir ein paar Dinge beigebracht. Aber ich habe nie wirklich aufgepasst. Es gab immer anderes, Interessanteres zu tun. Aber du kannst bestimmt süße Würstchenkragen machen. Aber natürlich, meine Würstchenkragen sind weltberühmt. Dann sollten wir vielleicht einen Wettbewerb abhalten. Das könnte Spaß machen. Wir könnten Tama als Schiedsrichterin einteilen. Es ist klar, dass sie unparteiisch wäre. Keine Spur von Loyalität gegenüber ihrer armen Mutter. Hä? Hast du gerade was über mich gesagt? Gar nichts, Liebes. Ich habe Mitsuki nur gesagt, wie sehr ich dich lieb habe. Was auch sonst. Ich bin ja auch die allerbeste Tochter auf der ganzen weiten Welt. Das bist du wirklich. Kyoko wirft Tama einen Luftkuss zu und Tama kichert zufrieden. So, zurück zum Geschäftlichen. In welchem Fach brauchst du denn am dringendsten Hilfe, Mitsuki? Das war wahrscheinlich Englisch. Die Unterschiede zum Japanischen sind so massiv, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Das alles auswendig zu lernen, bereitet mir echt Probleme. Mit funkelnden Schneidezähnen grinst Kyoko verschlagen. So furchterregend war ihr Lächeln noch nie. Es erinnert mich buchstäblich an die gruseligen Monsterfratzen, die Mr. Donut zu Halloween auf die Donuts steckt. Okay. Ich muss es nie wissen. Ich will es gar nie wissen. Verdammt, ein Frösteln läuft mir über den Rücken. Langsamer bekomme ich ein schlechtes Gefühl bei der Geschichte. Kyoko, warum lachst du so? Ach, gar nichts. Ich habe nur gedacht... Kyokos Augen funkeln. Englisch war eines meiner besten Fächer im Gymnasium. Wirklich? Sprachen haben mich immer interessiert. Ich träumte sogar davon, einmal Englischlehrerin zu werden, bis dann... Kyoko wirft einen schnellen Seitenblick auf ihre Tochter, die noch immer gebannt einer Rätselshow im TV zuschaut. Aber lassen wir das mal beiseite. Vor Prüfung habe ich meinen Freunden immer mit ihrem Englisch geholfen. Wir haben uns nach der Schule in der Bibliothek getroffen, manchmal kamen sie auch zu mir. Meine Mom hat uns Snacks und Tee hergerichtet. Wir haben im Pyjama zusammengesetzte Nomen und Konjunktionen geübt. Die ganze Nacht lang. Ich unterdrückte ein Schaudern. Das klingt nach Hölle. Hoffentlich erwartet sie nicht, dass ich Stunden um Stunden Englisch mit ihr lerne. Ich bin gerne mit Kyoko zusammen, aber so gerne wieder auch nicht. Ich bin kein Masochist, danke. Oh nein, komm mir nicht mit dieser Einstellung. Lernen ist nie die Hölle mit Suki. Nun gut, Kyoko überlegt. Anfangs ist es vielleicht schwer Arbeit, besonders wenn du es nicht gewohnt bist zu lernen. Aber es kann auch Spaß machen. Ich lerne gerne alle Mögliche über die Welt und ganz besonders gerne lerne ich, mich mit neuen Menschen zu verständigen. Okay.
Wir können uns schließlich nur durch Worte wirklich verständlich machen. Ich bin sehr dankbar, dass ich in der Schule Englisch lernen konnte. Ich hätte so gerne weitergelernt. Ich wüsste so gerne noch so viel mehr. Aber ich sollte noch mehr als genug wissen, um dir helfen zu können. So, jetzt aber an die Arbeit. Wir sollten keine Sekunde verlieren. Puh, du fährst aber voll drauf ab. Aber selbstredend, Unterrichten war eine meiner größten Leidenschaften. Ich bin froh, einen willigen Schüler zu haben, dem ich meine Krallen einsetzen kann. Hat sie jetzt echt gerade Krallen gesagt? Was ist nur aus dem guten alten Händen geworden? Will sie mir echt wehtun? Nee, oder? Keine Angst, nur keine Angst. Ich werde mir die Zeit nehmen, dich zu einem richtig feinen, jungen, mehrsprachigen Mitsuki zu machen. Dieses Sternchen ist bestimmt so ein bisschen so überheblich. So überheblich, wie heißt es, singend zu reden. Das kann ich mir richtig vorstellen. So wie ein Star holt mich hier raus, so ungefähr. Warum genau klingt das so sehr wie eine Drohung? Wann ist Kyoko zu einem solchen Dämon mutiert? Wird sie mich beim kleinsten Fehler bestrafen? Was, wenn sie mir heißes Kerzenwachs auf die nackte Haut tröpfelt? Oder noch Schlimmeres? Ich will meinen Kopf behalten. Also schau mir mal, hast du deine Lehrbücher mitgenommen? Ich überlege schon, mich zu verschüssen, solange es noch geht. Aber so für eine Sache begeistert habe ich Kyoko im Gegensatz zu ihrer Tochter überhaupt noch nie gesehen. Sie klingt wirklich, als würde es ihr Spaß machen. Ich frage mich, könnte es sein, dass sie mich benutzt, um ihre alte Leidenschaft auszuleben? Will sie vielleicht für eine Stunde oder so wieder eine Schülerin sein, die ihren Freundinnen in der Schulbibliothek beim Lernen für eine Prüfung hilft? Sollte das der Fall sein, möchte ich ihre Illusion nicht zerstören. Ich werde vorerst mitspielen. Was heißt mitspielen? Du sollst was lernen. Boah. Und wer weiß, vielleicht lerne ich dabei ja auch wirklich was. Boah, ernsthaft. Ich rechne ja nicht damit, aber die Möglichkeit besteht jedenfalls. Ich habe ein paar Bücher in meiner Tasche. Ich gehe sie gleich holen. Nein, 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 so geht es aber schon gar nicht, Mitsuki. Wie bitte? Du kannst mich nicht so respektlos anreden, wenn ich deine Lehrerin bin. Und schicke ich dich sofort in die Direktion. Boah, jetzt fängt wirklich so ein Schüler-Lehrer-Ding an, ja? Aber du bist nicht meine Lehrerin, du bist meine Nachbarin. Und zudem nur ein Jahr älter als ich. Wie auch immer, Kyoko verschränkt die Arme vor ihrer Brust. Wow, das ist ein strenger Blick, den sie da aufsetzt. Du musst anständig mitspielen, sonst macht's keinen Spaß. Aber ich dachte, du hast immer deine Klassenkollegin Nachhilfe gegeben. Das stimmt, aber du bist schließlich nicht mein Klassenkollege, oder? Du bezahlst mich vielleicht nicht, aber du bist mein Schüler und ich möchte wie eine richtige Lehrerin angesprochen werden. Und da dachte ich, sie wolle irgendeinen rosarot gefärbten nostalgischen Tagtraum aus ihrer Schulzeit ausleben. Ich wollte glauben, dass mich Kyoko als Klassenkameraden betrachten kann. Oder auch als attraktiven älteren Schulkollegen, ja sicher, den sie aus der Ferne anhimmelt. Die Hoffnung hätte ich mir ersparen können. Ich bin nicht Kyokos Klassenkollege. In ihren Augen bin ich ihr nicht einmal gleichgestellt. Jetzt gerade bin ich lediglich ihr Schüler. Okay, so ist das also. Mir steigt die Röte ins Gesicht und ich verneige mich unterwürfig. Boah, ist das Schwachsinn. Bitte um Entschuldigung, Frau Lehrerin. Wie war das? Ich kann dich nicht verstehen, wenn du so leise sprichst. Ich sagte, es tut mir leid, Frau Lehrerin. So ist besser. Da haben wir wohl einen anderen Nerv bei ihr getroffen, anscheinend. Ich wollte schon immer Frau Lehrerin genannt werden. Machtposition, ne? Ich wollte meine Freundin überreden, mich so anzureden, wenn wir uns zum Lernen trafen. Aber sie haben mich nicht ernst genommen, würde ich auch nicht. Und es ignoriert, obwohl ich diejenige war, wegen der sie bei den Englischprüfungen durchkam. Es ist so unfair. Alle sahen mich als Schwächling. Selbst mein Vater sagte, ich wäre zurückhaltend für eine Lehrerin. Er wollte lieber, dass ich einen Bürojob annehme. Aber dem werde ich zeigen.
Ich werde es Ihnen allen zeigen. Und wieder dieses gruselige Lachen. Als wäre etwas Dunkles, Gefährliches in Kyokos Seele erwacht. Kann ich jetzt noch schnell davonlaufen? Aber leider, mein Schicksal scheint bereits besiegelt. Es ist so unfair. Aber ich denke, Frau Lehrerin, klingt zwar gut, aber du könntest auch anders Respektbezeugungen nehmen. Sagen wir Fräulein, Gnädigste oder meinetwegen Boss. Klar. Kommandantin klingt auch nicht übel. Wie wär's, wenn du einfach mal jetzt loslegst und Englisch beibringst? Kommandantin? Was soll das jetzt wieder bedeuten? Eine Art feudale Kriegsherrin? Was wäre ich dann? Ein unfreier Bauer, der die Felder bestellt und sich zu Boden wirft, dann immer seine Herrin vorüberreitet? Das ist viel zu erniedrigend. Trotz ihrer Erscheinung ist Kyoko keineswegs weich und lieblich und garantiert nicht zerbrechlich. Diese Frau ist wahrlich furchterregend. Boah! Wenn Kyoko ernst macht, ist sie irgendwie furchterregend. Das ist die Zusammenfassung des letzten Kapitels. Habe ich jetzt anscheinend gemerkt, dieser Text kommt tatsächlich immer erst danach. Und bezieht sich auf das Vorhergehende, was man gesehen hat und nie was kommen wird. Na, jetzt bin ich ja gespannt, auf was das hier hinauslaufen soll. Ein Tag nach dem anderen vergeht. Gleichmäßig tröpfeln sie dahin. An den Wochenenden gehe ich zu Kyoko und passe auf Tama auf. Und wenn Kyoko von der Arbeit heimkommt, gibt sie mir Nachhilfe. Beim Unterricht zu zweit beginnt sich eine neue leidenschaftliche Seite von Kyokos Persönlichkeit zu zeigen. Es ist keine langsame, stetige Verwandlung wie bei einem Schmetterling, der sich aus der Puppe entfaltet, sondern eher etwas Plötzliches, Dynamisches wie Phönix, das sich aus den Flammen erhebt. Meine Lehrerin oder Kommandantin, wie sie gerne genannt wird, ist unbarmherzig, wenn es um meine Fortschritte geht. Sie gibt mir tatsächlich Hausaufgaben und sie hat mir angedroht, dass mir Tama die Haare abschneiden würde, wenn ich sie nicht pünktlich erledige. Ziemlich unorthodoxe, aber wirksame Unterrichtsmethoden. Anfangs habe ich meiner Ausbildung weniger Bedeutung beigemessen. Nun aber habe ich wirklich den Antrieb, besser zu werden. Ich will besser werden, nicht nur in Englisch, sondern auch in allen anderen Fächern. Ich muss besser werden. Andernfalls kann ich mich von meinen Haaren verabschieden. Von den Ohren vermutlich gleich mit. Wenn Tama die Schere in die Hand nimmt, kündet das von unabwendbarem Unheil. Sofort nachdem ich von der Paukschule heimkomme, beginne ich ernsthaft zu lernen. Und wenn ich nicht lerne, perfektioniere ich meine Kochkünste. Hin und wieder lade ich die Himuros zu mir ein, um neue Gerichte zu verkosten. Dann wieder lädt Kyoko mich zu sich ein, um ihr bei besonders heiklen Rezepten zur Hand zu gehen. Dann sitzen wir zu dritt zusammen und essen gemeinsam wie eine richtige Familie. Vergangenen April war mein Leben formlos, wie eine Zeit ohne Gestänge. Aber jetzt habe ich 4 Eckpfeiler entdeckt, die mich aufrecht halten. Die Paukschule, selbstständiges Lernen, Kochen und die Himuros. 4 Hauptinteressen klingt nach zu wenig, mein Leben darauf aufzubauen. Aber es ist viel mehr, als ich noch bis vor kurzem hatte. Es ist viel besser als gar nichts. Endlich ist etwas Ordnung in mein Leben gekommen. Eine Struktur, ein Zweck. Wenn mich jetzt meine Mutter anruft und fragt, wie es mir geht, muss ich sie nicht mehr belügen. Es geht mir nicht lediglich gut, wie ich so oft gesagt habe. Es geht mir tatsächlich gut. Und all das habe ich nur den Himuros zu verdanken. Ganz, also das hört sich jetzt irgendwie an, als kommen wir ans Ende oder so, hä? Es ist zwar überhaupt nichts Wirkliches passiert, aber es hört sich an, als würde jetzt irgendwie alles erst einmal schön laufen. Also muss doch bestimmt, wenn es jetzt nicht das Ende kommt, doch jetzt irgendwie eine dramatische Wendung kommen. So, ich stehe wirklich tief in ihrer Schuld.
Ehe ich mich versehe, sind 2 Monate vergangen. Also 8 Wochen hat Boba jetzt gelernt, ja? Der kühle Frühling hat einen milden Juni Platz gemacht. Bald wird es endgültig Sommer sein. Es wird so richtig heiß werden und die Schulen werden für die Sommerferien schließen. Einschließlich meiner Paukschule. Vorerst aber bleibt mein Tagesablauf so, wie er seit einigen Monaten gewesen ist. Das hatte ich wenigstens angenommen, aber ich hatte ja keine Ahnung. Das Leben hält oft eine Überraschung für mich bereit, wie auch an jenem Donnerstagabend. Ah, sorry, dass ich zu spät komme. Ich hoffe, du musst nicht allzu lange warten. Oh nein, wir sind selbst gerade erst gekommen. 10 Minuten vor dir. Anklagend zeigt Tama mit dem Finger auf mich. Du bist zu spät dran, Mitsuki. Jetzt musst du die Strafe zahlen. Haha, und was ist das für eine Strafe? Du musst mir einen Eisbecher kaufen. Einen mit allen drauf. Hey, Tama. Kyoko gibt Tama einen Klaps auf den Kopf, aber nur einen ganz leichten. Ich habe Mitsuki eingeladen. Er ist unser Gast, also bezahle ich. Wie bitte? Oh, das ist aber nicht nötig. Ich bin schließlich der Mann. Und ich bin die mit dem Job. Ah, guter Punkt. Und was lebt eigentlich unser Charakter? Frage ich mich jetzt gerade, wo sie das so erwähnt. Hä? Na gut. Warum teilen wir uns dann nicht die Rechnung? Halbe, halbe. Ich weiß nicht recht. Das klingt irgendwie unfair. Du solltest nicht auch noch für Tamas Essen bezahlen müssen. Und glaub mir, für so ein kleines Mädchen ist sie wirklich viel. Ich bin die erste Esserin in der Schule. Drum nehme ich auch beim Sportfest am Brotesswettbewerb teil. Mein Glückwunsch. Schön, dass es einen Brotesswettbewerb gibt. Also, ganz ehrlich, wer macht denn mit Kindern einen Esswettbewerb? Und dann noch als Sportfest. Ist bald euer Sportfest? Ja, kommendes Wochenende. Schön für dich. Ich wünsche dir, dass du eine Goldmedaille gewinnst. Ich will keine Medaille. Die kann ich nicht essen. Ich will nur das Brot. Na super. Was für ein argloses, einfaches Mädchen. Ich muss mal kurz was gucken. Okay, ist also noch sehr schön. Ich blicke mich neugierig im Petit Jardin und hoffe, dass mein Hemd nicht allzu sehr aus dem billigen, aber fröhlichen Ambiente heraussticht. Früher habe ich mir nie Gedanken über mein Aussehen gemacht, wenn ich in ein Familienrestaurant ging. Aber heute muss ich wohl mindestens 5 Hemden und 2 Hosen anprobiert haben. Im Gegensatz dazu haben die Himuros, das gleiche an wie immer. Tama trägt ihre Latzhose aus Jeansstoff und Kyoko ihren weißen Sweater. Und wie bin ich ausgerechnet in Petit Jardin gelandet? Nun, das alles begann mit einer SMS. Als ich begann, auf Tama aufzupassen, hatte Kyoko und ich Telefonnummern ausgetauscht. Aber sie schreibt mir nur selten, besonders an Wochentagen. Deshalb war ich euch besonders überrascht, als ich heute nach der Paukschule folgende Nachricht sah. Möchtest du heute Abend mit Tama und mir ins Petit Jardin gehen? So um 18 Uhr? Ich möchte dich als Dank dafür, dass du immer auf Tama aufpasst, einladen. Ich möchte auch etwas mit dir besprechen. Wenn du zu viel zu tun hast, ist es aber auch kein Problem. Kyoko, X. Was soll denn das X? Wieso tut man da ein X hin? Um zu zeigen, dass die Nachricht zu Ende ist? Ein bisschen lang für eine SMS. Aber so ist Kyoko. Sie scheint immer zu glauben, dass jede SMS, die sie schreibt, eine große Belästigung darstellt und entschuldigt sich in jedem zweiten Satz. Ihre SMS lesen sich nie, als wären sie Nachrichten unter Freunden. Aber die Küsschen am Ende lassen mein Herz schneller schlagen. Okay, das X ist ein Küsschen. Okay. Herrlich, man benutzt das X als Kusszeichen? Das ist ja blöd. Ich finde das irgendwie doof. Natürlich habe ich gesagt, und hier bin ich nun. Was Kyoko wohl will. Sie wird mir wohl nicht ihre Liebe gestehen, oder?
Du kannst eher noch zuvorkommen, mein Lieber. Hätte ich gerne. Okay. Ich rücke meinen Sessel und seine Beine machen ein kreischendes Geräusch auf dem Boden. Arma zuckt zusammen. Ich hasse dieses Geräusch, Mitsuki. Oh, tut mir leid. Gut, sollte es auch. Warum rutscht sie überhaupt so herum? Nur so. Tama schaut misstrauisch. Hat dir in der Schule jemand einen Wurm in die Hose gesteckt? Was? Nein. Wie kommst du auf die Idee? Das ist nicht meine Idee. Die ist von Keiichi. Wieder Keiichi. Dieser Name taucht oft auf, wenn ich mit Tama zusammen bin. Was hat er diesmal angestellt? Er hat in der Pause auf dem Spielplatz einen Wurm ausgegraben und ihm Miho auf den Rücken unters Kleid gesteckt. Oh nein, arme Miho, was hat sie gemacht? Sie hat geweint und dann hat Yuki es einem Lehrer gesagt. Und Keiichi musste für den Rest der Pause drinnen bleiben und Strafe schreiben. Ha, geschieht ihm recht. Kleine Jungen, die Mädchen sekieren, sind das Letzte. Klingt, als wäre ein richtiges Dreckstück. Als wäre er ein richtiges Dreckstück. Wie er über Kinder redet, also Ich habe gehört, dass er ständig Unfug macht. Es liegt wohl an seiner Mutter. Sie verdirbt ihn. Nein, Keiichi verdirbt alles. Ich hasse ihn. Na, du sollst nicht so böse über deinen Klassenkollegen reden. Aber er ist böse zu mir. Er hat gesagt, du und Papa habt euch getrennt, weil ich als Baby so hässlich war. Oh, hat er das gesagt? Ja, genau so. Nun, wenn er das nächste Mal behauptet, sag, dass er falsch liegt. Du warst kein hässliches Baby. Das ist auch nicht der Grund, warum uns dein Vater verlassen hat. Dein Vater war... ein Feigling. Mehr gibt's da nicht zu sagen. Du hast keinen Grund, die Vorwürfe zu machen, Liebes. Ich verstehe. Aber es macht nicht den Eindruck, als würde Tama irgendwas verstehen. Und ich kann es ihr nicht verdenken. Die Beziehungen Erwachsener können kompliziert und verworren sein. Für ein Kind muss das schwer zu verstehen sein. Hey, Mama. Ja, bitte? Heute hat Keiichi ein komisches Wort gesagt, das ich nicht verstanden habe. Was für ein Wort war das? Scheidung. Weißt du, was das bedeutet? Das ist, wenn sich eine Mama und ein Papa nicht mehr zusammen sein möchten. Und einer von ihnen geht. Genau. Habe ich deshalb keinen Papa? Haben Papa und du das mit der Scheidung getan? Tja, Kyoko seufzte und schüttelte den Kopf. Es war ein bisschen anders. Ich war nie mit deinem Papa verheiratet, also gab es auch keine Scheidung. So ist das. Tamas Gesicht verzieht sich. Das verwirrt mich. Erwachsen zu sein ist oft verwirrend, Kleines. Dann will ich nicht erwachsen werden. Ich auch nicht. Und trotzdem seid ihr der Zeit nun mal unterjocht, meine Lieben. So. Kyoko lächelt tapfer und versucht, das Thema zu wechseln. Weißt du schon, was du essen willst, Tama? Reisomelett. Dachte ich mir. Und wie schaut's mit dir aus, Mitsuki? Vielleicht probiere ich die Spaghetti Carbonara. Das ist eines der beliebtesten Gerichte in Petit Jardin, oder? Das ist wahr. Selbst probiert habe ich die Spaghetti hier schon länger nicht. Vielleicht sollte ich die auch nehmen. In dem Lokal zu essen, wo man arbeitet, kann nicht sehr interessant sein. Wahrscheinlich hängt dir die Speisekarte schon zum Hals raus. Vielleicht ein bisschen, aber dieses Restaurant ist halt günstig gelegen. Ich dachte, es wäre am einfachsten, sich hier zu treffen. Ja, das ist auch ein ordentlicher Gedanke. Wie meinst du? Ich wollte dir dafür danken, dass du auf Tama aufpasst. Aber auch, Kyoko legt sich eine Haarsträhne hinter das Ohr. Ich hoffe, das klingt nicht anmaßend und du kannst natürlich ablehnen, besonders, wo du schon so viel für mich getan hast, aber... da ist der gleiche Ton wie in ihrer SMS. Das heißt, sie wird mich gleich um einen Gefallen bitten. 3, 2, 1... Ob du mir wohl bei etwas behilflich sein könntest? Und da ist es.
Ich wusste ganz genau, dass so etwas kommen würde. Fast als wäre ich ein Hellseher. Nun kommt darauf an, worum es sich dabei handelt. Ist es wegen Tama? Gut geraten. Wie Tama schon erwähnt hat, kommt bald ihr Schulsportfest. Ich bin so froh, dass ich mir den Tag freinehmen konnte. Aber Tamas Schule hat am darauffolgenden Wochenende noch eine Veranstaltung. Und ich werde es wohl nicht schaffen, hinzugehen. Ich möchte mir nicht so oft freinehmen, weißt du? Ich kann es mir eigentlich nicht leisten. Ich glaube, ich weiß, worauf sie hinaus will. Ich sollte also für dich mit einspringen. Nur wenn es dir keine Umstände macht. Wenn es nicht ausgeht, gehe ich mit Tama hin. Aber naja. Also wenn es nicht geht, gehe ich mit Tama hin. Aber naja. Ich dachte, du könntest das besser als ich. Oh, und um was für eine Veranstaltung geht es da? Wir werden miteinander kochen. Kochen? Tamas Lehrerin dachte, es wäre nett, wenn Eltern ihre Kinder an einem Wochenende etwas miteinander tun, eben gemeinsam kochen. Tama freut sich schon seit einer ganzen Weile darauf, aber da ich nun an den Wochenenden arbeite, werde ich wohl nicht dabei sein können. Außerdem, Kyoko schaut scheu auf ihre Knie und errötet leicht. Kann ich sowieso nicht gut kochen. Mitsukis Essen ist viel, viel besser. Da hast du's. Boah, die Kleine, die würde mir sowas von auf den Geist gehen. Ich glaube, auf Arbeit habe ich dann das gleiche Problem immer, weil ich den Leuten ja auch immer so, eigentlich direkt immer noch, wie die Kleine hier, meine Meinung immer reinhaue. Ich glaube, deswegen tun die Leute dann ab und zu immer mal wieder auch die Augen rollen, wenn sie mich sehen. Weil ich dann nie immer das mache, was sie wollen, sondern weil ich dann meistens mich darum bemühe, das Bessere rauszuholen. Kyoko kichert verlegen. Tama ist wie immer brutal ehrlich. Wahrscheinlich konnte mir etwas Kochunterricht nicht schaden, aber ich habe einfach nicht die Zeit. Absagen mag ich aber auch nicht. Tama freut sich schon so drauf. Ich will kochen. Wir werden Curry machen. Mein Curry wird ganz, ganz, ganz viel besser als das von Keiichi. Sie hat auch schon in der Klasse gesagt, dass sie mitmacht. Also? Bitte faltet Kyoko die Hände und neigt den Kopf. Könntest du uns helfen? Bitte. Ich weiß nicht. Ich würde schon gern helfen. Aber sagtest du nicht, dass es eine Veranstaltung für Eltern und ihre Kinder ist? Ich mag Tama und so, aber ich bin nicht mit ihr verwandt. Das weiß ich schon, aber ihr beide kommt so gut miteinander aus, wie Geschwister. Das bedeutet dann, dass du meine Mutter bist? Ach geh, mach dir nicht so viele Gedanken. Ich denke nicht, dass das in der Schule jemanden stört. Ich kann auch vorher dort anrufen und ihnen sagen, dass ein Freund der Familie Tama begleitet. Das ist ja nicht gelogen. Das stimmt, Mitsuki. Du bist unser Freund, ein guter Freund. Ach, jetzt bin ich auf einmal ein Freund, ja? Jetzt, wo man mich braucht, jetzt bin ich kein Stinker oder Dummer. Tama strahlt mich vergnügt und ohne jede Spur von Bosheit an. Nach einem etwas holprigen Start hat sich Tama mir gegenüber geöffnet. Es muss wohl daran liegen, dass ich sie in der Küche herumexperimentieren ließ. Offenbar führt der Weg zu Tamas ewiger Treue nicht über den Magen, sondern darüber, sie faschiertes Kneten und Eiter zerschlagen zu lassen. Faschiert ist gehacktes. Ich hab was gelernt. Was für ein außergewöhnliches Mädchen sie doch ist. Ich befürchte, dass ich Tamas destruktives Impulse in der Öffentlichkeit nicht zügeln kann und es ist mir peinlich, als Elternersatz aufzutreten. Aber ich koche schon seit einer ganzen Weile gemeinsam mit Tama. Es wird bestimmt alles gut gehen. Außerdem interessiert es mich, diesen Keiichi zu treffen, von dem immer die Rede ist. Wenn es die Himurus glücklich macht, wenn ich da hingehe, habe ich kaum eine Wahl. Okay, gut, ich mach's. Yay! Tama springt auf und stößt mit einem strahlenden Lächeln den Arm in die Luft. Mitsuki, komm mit. Er kommt mit. Was? Mitsuki kommt mit. Er kommt mit.
Ach so, sie hat es gesagt, okay. Wir müssen uns alle einen Eisbecher bestellen. Ich will den allergrößten, mit Obst und Karamellpudding obendrauf. Karamellpudding auf Eis? Sucht ein Pudding auf dem Eis? Also Karamellsoße verstehe ich ja, aber Karamellpudding? Was sind das für eine abstruse Art, Eis zu essen? Okay. Tama. Kyoko versucht, Tama zum Schweigen zu bringen, deren Freudentaumel ziemliches Aufsehen erregt. Sei bitte in der Öffentlichkeit nicht so laut. Du kannst dir jetzt noch kein Eis bestellen. Du hast noch nicht einmal ein Reisomelett. Tama schmollt und lässt sich auf ihren Sessel fallen, wo wir sie wie ein undichter Ballon zusammensinkt. Ich will einen Eisbecher. Warum essen wir nicht nachher einen? Du meinst, ich darf später einen haben? Wenn deine Mama nichts dagegen hat, wir können uns einen teilen. Als Belohnung. Belohnung? Wofür? Zur Feier deines sicheren Sieges im Brotesswettbewerb beim Sportfest und des absolut köstlichen Curries, das wir zusammen machen werden. Wir werden Keiichi bestimmt schlagen, nicht wahr? Und wie wir ihn schlagen werden. Nun gut, die Eisbecher hier sind ziemlich maßlos, aber... Kyoko lächelt sanft. Ich habe schon ziemlich lange nichts Süßes gegessen. Hin und wieder darf man auch mal über die Stränge schlagen. Kyoko kichert wie ein schlimmes Schulmädchen in sich hinein und muss lächeln. Und ich muss lächeln. Ich fürchte noch immer, dass es mit Tama in der Schule ziemlich anstrengend wird. Aber zugleich freue ich mich, dass Kyoko mich gefragt hat. Ich fühle mich beinahe, als gehöre ich zur Familie. Habe ich endlich den richtigen Platz für mich gefunden? Oh. Das kann ja nie wahr sein. Und jetzt haben wir gedacht, jetzt kommt ein ganz großes Irgendwas. Derweile gehen wir jetzt noch zu einem Kochschulwettbewerb. Das war's. Und kochen ein bisschen. Oh mein Gott, ich brauche was zu trinken. Eigentlich hieß es, das Spiel würde zwischen 4 und 5 oder 6 Stunden dauern. Damit haben sie sogar geworben in ihrer Erklärung für das Spiel. Bei PlayStation lese ich mir meistens die Erklärung durch. Aber ich habe 2 Stunden hinter mir. Und heute Vormittag habe ich, glaube ich, 3 Stunden gelesen. Das heißt also, ich bin schon 5 Stunden hier dran und lese immer noch. Boah, und es ist noch immer keine einzige Entscheidung gekommen. Und Trophäen gibt's immer noch haufenweise. Boah. Also, ich weiß ja nicht, was sich die Leute hier denken. Aber angenehm ist die Geschichte schon. Sie ist jetzt nicht gerade spektakulär, aber schön zu sehen, wie langsam sich da ein einsamer Mann mit 2 Frauen zusammentun kann und wie alle ihre Einsamkeiten ein bisschen, sagen wir mal, verarbeiten. Finde ich irgendwie auch angenehm zu lesen. So, ich denke mal noch ein Kapitelchen. Ich hoffe mal, es wird nicht zu doll sein. Und dann reicht es erst einmal mit Lesen. Das nächste Mal weiß ich dann noch nicht, ob ich das dann nach der Arbeit dann mache oder ob ich das erst nächste Woche dann weitermache. Muss ich mal sehen. So, und so finde ich mich am folgenden Sonntag an einem Ort, den ich niemals aus eigenem Antrieb aufgesucht hätte. Besagter Ort ist eine Grundschule. Ich bin nach Tokio gegangen, um Fortschritte in meiner Ausbildung zu machen, nicht Rückschritte. Es ist schon sehr, sehr lange her, seit ich zuletzt eine Grundschule betreten habe. Nach 15 Jahren wieder an einen solchen Ort zu kommen, fühlt sich ausgesprochen eigenartig an. Aber Tamas Schule ist völlig anders als meine Grundschule in Aomori. Die Schule steht auf einem großzügigen Grundstück mit einem Turnsaal, einer Laufbahn und sogar einem Schwimmbecken. Und unserer Grundschule gab es kein Schwimmbecken. Für den Schwimmunterricht, den es nur selten gab, mussten wir unter Aufsicht unserer gehetzten Sportlehrerin
zum örtlichen Schwimmbad gehören. Wir mussten sogar in die nächste Stadt mit dem Bus fahren, wenn wir Schwimmunterricht hatten in der Grundschule. Das war erst blödsinnig. Da habt ihr es ja noch besser als ich. Ich kann nur von fern einen kurzen Blick auf das Becken erhaschen, bevor Tama mich ins Hauptgebäude zerrt. Aber es reicht, um Neid in mir zu wecken. Das Bildungsbudget in der Stadt ist offensichtlich höher als draußen in der Pampa. Damals habe ich das nie so empfunden. Aber jetzt beginne ich mich zu fragen, bin ich in Armut aufgewachsen? Ich fühle mich ausgeschlossen. Wenn Tamas Schule schon von außen eindrucksvoll ist, ist das nichts im Vergleich zum Inneren. Die Wände sind strahlend weiß, die Garderobekästchen sind auffallend unbeschädigt und es gibt so viele Räume. Meine Schule hatte vergleichsweise altertümlich ausgesehen und genau das war sie vermutlich auch. Ich glaube, meine Schule war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden und die letzte Renovierung fand statt, als meine Eltern Kinder waren. Und so sah sie auch aus. Unsere Garderobenkästchen schlossen nicht ordentlich, unsere Tische wackelten und bei jedem Schritt knarrten die Holzböden beängstigend. Als Kind hatte ich Angst, dass die verworfenen Holzdielen unter mir einbrechen würden. Vergiss Gespenstergeschichten. Unsere Schule war auch ohne das Gerücht über die verwunschene Da Vinci-Büste im Kunstzimmer schon beängstigend genug. Dabei hatten wir gar kein Kunstzimmer, wenn ich mich recht erinnere. Im Kunstunterricht haben wir einfach alte Zeitungen auf unsere Tische gelegt und das war's schon. Tama hatte keine Ahnung, wie gut es ihr geht. Ihre Schule ist so groß und modern und alles ist so sauber. Es ist schon toll in der Stadt. Mitsuki, wir sind da, wir sind da. Vor allem, dass diese Schule dann anscheinend ja auch einen Lehrunterrichtsraum zum Kochen hat, das finde ich schon krass. Sowas hätte unsere Schule auch nie gehabt. Nicht mal, wenn man Hauswirtschaft gelehrt hätte. Bei uns gab es das, glaube ich, gar nicht. Musste man runter nach Freitag fahren? Ja, ich glaube, da musste man wegfahren. Ah ja, stimmt. Nach einigen Umherwandern und zahllosen neugierigen Blicken sind wir schließlich am Ziel. Die Lehrküche. Sie ist groß und geräumig, im Rest der Schule wirkt auch hier alles neu und sauber. Man könnte fast meinen, im Set einer Waschmittelwerbung zu stehen. Es gibt mehrere Arbeitsplätze mit funkelnden Arbeitsflächen und jeder hat sein eigenes Waschbecken. Die Küchengeräte sehen teuer aus, aber das war eigentlich nicht anders zu erwarten. Ich meine, diese Schule hat ein Schwimmbecken. Im Klassenzimmer tummeln sich bereits zahlreiche Kinder und ihre Eltern. Etliche tragen bereits Kochschürzen. Tama entdeckte einen kleinen braunhaarigen Jungen mit einem Pflaster auf der Wange und rennt süffisant grinsend zu ihm hin. Hey, Keiichi! Oh, wir lernen jetzt wirklich mal einen neuen Charakter kennen. Tama? Der Junge mit dem Pflaster dreht sich um. Das ist also wohl der berüchtigte Keiichi. Vom zerrauften Haar bis zur ausgebeulten Hose sieht er genauso wild aus, wie ich mir vorgestellt habe. Hey, du bist ja tatsächlich gekommen. Da bin ich gekommen. Ich habe dir doch gesagt, dass ich das allerbeste Curry machen werde. Viel, viel besser als deins. Ja. Keiichi winkt lässig ab. Ich habe geglaubt, du redest nur groß daher und würdest wie immer in der letzten Sekunde den Schwanz einziehen. Ich zieh den Schwanz nicht ein, ich bin ja kein Feigling. Aber deine Mama kommt nie zu sowas. Letztes Jahr war sie nicht beim Sportfest und beim Elternsprechtag auch nicht. Das ist, weil sie so viel arbeiten muss. Zu viel, um auf dich aufpassen zu können? Keiichi, bitte. Oh, das ist eine arrogante Mutter. Die hat nicht mal einen Namen, die wird nur tituliert als arrogante Mutter. Und wenn die Frau arrogant ist, dann wissen wir jetzt, warum Keiichi so ist. Eine große, modisch gekleidete, dunkelhaarige Dame mit Bobfrisur näherte sich uns.
Sie ist perfekt geschminkt und an den Ohrläppchen funkeln goldene Ohrringe. Was eine Bobfigur-Frisur ist, weiß ich eigentlich auch nicht. Man hört das zwar andauernd, aber ich habe immer gedacht, das ist irgendwie so ein Schnitt wie bei den Beatles. Aber ich glaube, das nannte sich gar nicht Bobfrisur. Ist das echtes Gold? Ich kann es nicht sagen, aber zum Kochen ist sie ein bisschen so aufgetakelt. Mit ihrem Jackett und dem schwarzen Bleistiftrock sieht sie aus wie eine harte Geschäftsfrau. Das kann nicht Katies Mutter sein, oder etwa doch? Sei nicht so gemein mit Tama. Es ist ja nicht ihre Schuld, dass ihre Mutter, die Frau schürzt die Lippen, so beschäftigt ist. Du bist auch beschäftigt, Mama, aber du kommst immer zu solchen Schulveranstaltungen. Das ist etwas anderes, Liebling. Glaub ich nicht. Wenn du deiner Mama wirklich so wichtig wärst, Tama, ließ sie dich nicht ständig hängen. Stimmt doch. Also, ganz ehrlich, dass der Junge so weiterreden kann, weiß ich nicht. Nein, stimmt überhaupt nicht, blöder Trottel. Mama lässt mich nicht hängen. Nicht mit Absicht. Es geht nicht anders. Aber diesmal ist alles anders. Heute habe ich Mitsuki mit. Mitsuki? Ich höre meinen Namen und nehme das zum Anlass einzuschreiben. Das bin ich. Ich bin Mitsuki. Tanimura Mitsuki. So wie die Schauspielerin. Gut, dass er sich so vorstellt wie die Schauspielerin. Boah. Ich glaube nicht, dass ich schon von Ihnen gehört habe. Nein, und Sie habe ich auch noch nie gesehen. Sind Sie ein Verwandter von Kyoko? Ich bin ein Freund der Familie. Ja, sowieso. Ihr habt doch keinen einzigen Freund, Tama. Halt's Maul, Katie. Stimmt aber. Keiner mag dich und keiner will mit dir spielen. Halt's Maul. Und immer weiter, halt's Maul. Warum sollte ich? Ich sag nur, wie es ist. Der Typ da kann nicht euer Freund sein. Dein Papa ist aber auch nicht weit. Was? Dein Papa ist er aber auch nicht, weil du keinen hast. Jeder weiß, dass dein Papa weggerannt ist, weil du so ein hässliches Baby warst. Also, ganz ehrlich, der Junge sollte mal tatsächlich mal erzogen werden. Mit zu Fäusten geballten Händen und Tränen in den Augen macht Tama einen Schritt auf Keiji zu. Ich befürchte, dass sie Keiji gleich einen lang wird. Wäre ihr nicht zu verdenken, aber das würde auf mich zurückfallen. Und so halte ich Tama an der Schulter zurück. Okay, Tama, das reicht. Du willst Keiji doch nicht wehtun, oder? Doch! Boah, Tama macht es mir nicht unbedingt leichter, diplomatisch zu bleiben. Welches matchige Girl fängt so einen Streit an? Wenn sie ständig Streit vom Zaun bricht, wird sie es nie schaffen, die Herzen der Menschen zu bekehren. Also Tama, das meinst du doch nicht ernst, oder? Wohl meine ich das ernst. Jedes Wort, der blöde Keiji, meine kühlen Gefühle verletzt. Warum kann ich ihn nicht verletzen? Das ist kein schlechtes Argument, aber... Jetzt bin ich gespannt, was er sagt. Weil wir unsere Probleme nicht mit Gewalt lösen. Es ist immer besser, Sachen auszureden. Das ist jetzt keine Begründung, warum es so schlecht ist. Na okay, lass mal's. Ich kann mit Keiji nicht reden. Er macht sich immer über mich lustig. Auch kein schlechtes Argument. Ja, und du hast auch keine besseren anscheinend. Sieh es mal so, wenn du zu raufen beginnst, wirst du wahrscheinlich heimgeschickt. Und dann kannst du dein köstliches Curry nicht machen. Oh, das scheint Tamas Wut etwas zu dämpfen. Sie dreht sich zu mir und schaut mich mit großen Augen flehend an. Ja, jetzt geht's nämlich ums Essen. Kein Curry? Nicht, wenn du dich wie ein böses Mädchen benimmst, nein. Aber wenn ich kein Curry machen kann, kann ich auch nicht gegen Keiji gewinnen. Ja, und deine Mama wäre sicher auch enttäuscht. Sie freut sich doch schon auf dein Curry, weißt du? Sie freut sich schon? Ja, sicher. Wenn du heimgehen musst, dann kann Kyoko dein Curry nicht probieren,
Dann wird sie sehr traurig sein. Vielleicht muss sie sogar weinen. Boah, also Mitsuki. Mein Gott, also manipulativ ist das jetzt auch nicht gerade gut. Also müssen wir unser Möglichstes tun, damit deine Mama glücklich ist. So, ich muss mal ganz kurz was gucken. Okay. Ja, ich will nicht, dass Mama traurig ist. Dann werde ich ein braves Mädchen sein, damit ich nicht heimgeschickt werde. Ich mache ein total gutes Curry und Mama wird es essen und glücklich sein. Den gemeinen Keiichi lasse ich nicht gewinnen. Das ist die richtige Einstellung. Ich wuschle durch Tamas Haar ohnehin schon zerraufte Haare und sie kichert etwas gezwungen. Mit geschürzten Lippen beobachtet uns Keiichis Mutter. Ich glaube, der Klang dieses gefällt mir nicht, wie eine einzelne Silbe so herablassend klingen kann. Ja, wenn sie dabei noch gelacht hätte, dann wäre es sehr herablassend gewesen. Auch wenn sie nicht zur Familie gehören, mit Tama scheinen sie gut auszukommen. Das will ich wenigstens hoffen. Manchmal kann sie ein bisschen anstrengend sein, aber im Grunde ist sie eine Süße. Ja, nun, ich kann ja nachvollziehen, dass Tama ein bisschen verhaltensauffällig ist. Ich bin sicher, Kyoko tut, was sie kann, aber sie ist halt doch eine Alleinerzieherin. Ja, und du hilfst nicht. Wenn du schon weißt, dass sie es schwer haben könnte. Und ihr ja alle so in Japan ja so alle miteinander so seid, ne? Das tut sie, ich weiß es. Tama kommt bei ihr immer an erster Stelle, ohne Wenn und Aber. Ja, natürlich, ich wollte nicht andeuten, dass so war das nicht gemeint. Sie seufzte und schüttelte den Kopf. Egal, ich heiße Takagi Ayako. Freut mich, Sie kennenzulernen, Mitsuki. Ah, freut mich ebenfalls. Für sie hat man jetzt kein richtiges Bild gemacht. Nee, man hat ihr jetzt nur unten diese Sprechblasenbild gegeben. Jetzt ist sie auch nicht mehr die Mutter, sondern jetzt ist sie Ayako. Wie lange sind Sie schon in der Gegend, wenn ich fragen darf? Sie klingen nicht, als kämen Sie aus der Stadt. Nie im Leben ist er der in der Stadt aufgewachsen. Er redet voll komisch. Ich hätte mir denken können, dass mich mein Akzent verrät. Er ist nicht so stark wie bei meinen Eltern, aber er ist wohl unmöglich, alle Spuren meiner Herkunft vom Land zu tilgen. Ich schäme mich nicht, dass ich aus der Pampa komme, aber ausgerechnet von einem Kind damit gehänselt zu werden, ist ziemlich peinlich. Naja, sagen wir es mal so, es ist peinlicher, dass ein Kind zwar dich so verachtet, aber dass das eigentlich zurückzuführen ist auf die Eltern, sein Verhalten. Also ich finde das eher peinlicher. Sei nicht unhöflich, Keiichi. Er redet nicht komisch, sein Akzent ist nur ein bisschen ungewohnt. Ha, ungewohnt. So kann man es auch nennen. Ich finde, er klingt wie ein Freak. Ich knirsche mit den Zähnen. Irgendwie möchte ich Ayakos Brut jetzt eine ordentliche aufs Hinterhaupt geben. Aber ich muss mich zusammenreißen. Es wäre ein schlechtes Vorbild für Tama. Ich muss wohl gute Miene zum bösen Spiel machen. Ich bin in der Tat nicht von hier. Ich komme aus einem kleinen Dorf in Aomori. Ah, Aomori. Dort war ich noch nie. Aber es soll sehr schön sein. Ja, es ist dort ziemlich, wie soll ich es beschreiben, schön. Okay, das war ziemlich nichtssagend, aber ich glaube, ich habe mich verständlich gemacht. Es ist sehr grün, viele Felder und Wälder. Ha, klingt nach Drecksloch. Dein Mundwerk ist ein Drecksloch. Das würde ich jetzt gerne sagen, aber da ich meine Rolle als Erwachsener hier bin, zumindest tue ich so, kann ich mich nicht auf Keiichis Niveau begeben. Ja, als 23-Jähriger kann man sich auch noch leicht, sagen wir mal, provozieren lassen, ne? Ich muss stark sein. Aomori ist anders als Kawasaki, das ist wahr. Aber ich habe es gemocht. Die verschneiten Bäume und der eisblaue Himmel im Winter. Das ist wirklich hübsch.
Man sagt, die Winter in Aomori sind recht kalt, oder? Oh ja, und lang. Ich meine, richtig lang. In meinem Dorf gab es kein Gymnasium und ich musste mit dem Bus elendsweit über Landstraßen in die Schule fahren. Im Winter bei Schneelager war das ein echtes Problem. Da kam ich oft zu spät. Richtig idyllisch. Ein höflicher Ausdruck für rückständig. Ich habe mir jetzt auch gerade gedacht, du sagst doch, das ist doch jetzt irgendein Ausdruck für irgendwas Primitives. Ach ja, ich habe immer in Tokio gelebt. Deshalb nehme ich pünktliche Züge und Busse, als gegeben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wegen ein bisschen Schnee nicht in die Arbeit zu kommen. Ja, ist ja kein bisschen Schnee, meine Liebe. Ja, ich habe gehört, dass hier nicht so viel Schnee liegen bleibt wie bei mir zu Hause. Ah, er hat nicht gesagt. Keiji, bitte, sei nicht so streitlustig, Liebling. Also, Mitsuki. Ja? Ayako richtet ihre durchdringende Raubvogelaugen auf mich. Ich schlucke. Diese Frau beginnt mir nervös zu machen. Mich nervös zu machen. Nee, Mi. Ach so, da steht mir, aber es müsste mich sein. Wenn ich nervös bin, wird mein Akzent viel ausgeprägter als normal. Ich hoffe, sie hält mich nicht für irgendein Landei. Und wenn doch, ist es doch auch egal. Auch egal. Wenn ich mir diese Frage erlauben darf. Ja, ja, sie hat ohnehin schon so viele Fragen gestellt. Da kommt es auf eine mehr oder weniger nicht an. Was kommt als nächstes, Ayako? Meine Blutgruppe? Mein Sternzeichen? Was mich anmacht? Nun ja, das Letztere wird sie wohl eher nicht fragen. Was führt einen jungen Mann wie Sie nach Tokio? Nun ja, einige Frage. Ich habe die beste Zeit meines Lebens. Not. Ich konnte wohl zu einer Ausflucht greifen, aber ich bin kein Lügner. Ich muss wohl die Wahrheit ein bisschen schönreden. Genau genommen wohne ich in Kawasaki, aber hergekommen bin ich, um zu studieren. Ah, Sie sind also Student. Ja, passt zum Alter. Ja, irgendwie halt. Ich studiere in der Paukschule. Das zählt auch irgendwie. Natürlich. Ich könnte einfach mit der Wahrheit rausrücken, aber ich möchte gar nicht wissen, wie Ayako reagiert, wenn sie erfährt, dass ich noch nicht mal die Aufnahmeprüfung gemacht habe. Ohne Zweifel mit geheucheltem Mitgefühl und stummen Hohn. Und woher kennen Sie Kyoko? Ich dachte, sie hätte kaum Bekannte hier in der Stadt, obwohl sie ja, glaube ich, schon einige Jahre hier lebt. Aber genaues weiß ich natürlich nicht. Sie hat es immer so eilig. Husch hierhin, husch dahin. Man kann ihr ja nicht die Schuld geben. Ayako lässt einen leidgeprüften Seufzer los. Einen, aus dem man erkennen kann, dass sie Kyoko sehr wohl Schuld gibt. Ich dachte immer, ich sollte mehr mit ihr reden. Aber ich weiß nicht, was ich zu so einer Frau sagen soll. Wir sind aus völlig unterschiedlichen Welten, wissen Sie? Wir haben nichts gemeinsam. Wie haben Sie das gemacht, Mitsuki? So wie Ayako über sie redet, kann man glauben, Kyoko sei ein Alien. Hey, möchte ich sagen, rede hier nicht hinterrücks schlecht über Kyoko. Sie ist eine liebende Mutter, genau wie du. Es ist aber schon gar nichts Absonderliches an Kyoko. Ich wünschte, ich könnte das laut sagen, aber ich will keinen Streit anzetteln. Das ist es nicht wert. Am Ende kapituliere ich vor Ayakos Verhör und spucke eine Antwort aus. Wir sind Nachbarn. Nachbarn? Ja, wir leben im gleichen Haus. Ich bin da vor einigen Monaten eingezogen. So haben wir einander kennengelernt. Ich verstehe. Wieder nickt sie. Und seid ihr auch euch näher gekommen? Ich fände es schön, wenn es so wäre. Ich dachte immer, dass Kyoko einen Freund braucht. Ihr geholfen hast du aber auch nicht, du janusköpfiger Dämon. Nun ja, ich habe in den letzten Monaten geholfen, auf Tama aufzupassen. Wir plaudern schon, aber ob wir einander wirklich nahestehen? Wir sind uns nahe, Tama. Ich schaue zu meinem Schützling hinunter, ihre Finger umklammern die meinen und aus ihren Augen spricht Entschlossenheit. Wir sind uns sehr, sehr nahe.
und ich, Mitsuki und Mama, kapiert? Sie funkelt Keiichi an. Ich hab auch Freunde, so. Auch egal. Keiichi rollt mit den Augen. Als ob das was wert wäre. Da will ich schon mit so einem komischen Typen befreundet sein. Ich will mit ihm befreundet sein. Mitsuki ist nett und klug und er kann super kochen. Er kocht ständig für mich und Mama. Ah, also sind sie gut in der Küche, hm? Ayako lächelt mild. Kein Wunder, dass Gyoko so angetan von ihnen ist. Ich wünschte, mein Mann würde mir auch helfen, das Abendessen herzurichten. Sie sind ein guter Fang, Mitsuki. Oh, nein, sagen Sie das nicht. Ganz so ist es auch nicht. Sind Sie da sicher? Ayako hebt eine saubere, gezupfte Braue. Für eine Frau kann es hart sein, ein Kind allein aufzuziehen. Ich kann mir kaum vorstellen, wie schwer es Kyoko in den letzten Jahren gehabt haben muss. Sie ist ganz sicher sehr dankbar, sie getroffen zu haben, Mitsuki. Tama scheint sie auch zu mögen. Und kochen können sie auch noch. Boah, ich will gar nicht wissen, worauf die Frau eigentlich hinaus will. Warum unterhalten wir uns mit dieser Frau? Ehrlich gesagt, muss man doch ihr Gequassel nie hören. Ich will da einfach nur mit Tama jetzt kochen und ihn besiegen. Da muss ich doch jetzt nie hier ihr einen Fragenkatalog beantworten. Ich glaube, sie haben gute Chancen. Du kennst die Frau noch nicht immer. Boah. Gute Chancen? Wobei? Nichts, mein Lieber. Ja, komisch, ne? Das kann sie nie erklären. Ach, es sieht so aus, als wäre die Lehrerin soweit. Gehen wir kochen. Okay. Dann richten Sie bitte Kyoko Grüße von mir aus, wenn Sie sie sehen, Mitsuki. Ich freue mich sehr für euch zwei. Mit diesen Worten wenden sich Ayako und Keiichi ab und gehen zu ihrem Arbeitsplatz. Ich jedoch bleibe wie festgewurzelt stehen. Ich kann mich nicht vom Fleck bewegen. Ich starre zu Boden und spüre, wie mein Gesicht immer röter wird, bis ich aussehe wie ein gekochter Hummer. War das jetzt so schlimm, was sie zu ihm gesagt hat? Was hat Ayako mit "Sie haben gute Chancen" gemeint? Er müsste doch wissen, dass die Frau doch nichts über Kyoko wissen kann. Oder überhaupt nicht viel wissen sollte. Wieso nimmt er ihre Worte gerade ernst in einer Frau, die sowieso überheblich ist? Und anscheinend selber nie richtig über Erziehung Bescheid weiß. Denkt sie, Kyoko würde etwas für mich empfinden? Woher wollte sie das wissen? Genau. Warum hörst du ihr überhaupt zu? Die beiden reden nie miteinander. Und überhaupt, warum interessiert sie sich so für mein Liebesleben? Glaubt sie etwa? Aber was habe ich dann erwartet? Heutzutage ist es für einen Mann und eine Frau nicht möglich, einfach nur Freunde zu sein. Es muss immer etwas Schmutziges dabei sein. Und ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich Kyoko nicht attraktiv finde oder mir nie vorgestellt habe, dass es zu mehr kommen könnte. Ich hingegen glaube das nie. Ich glaube, Freundschaften können in jeglicher Geschlechtseinheit vorhanden sein. Da muss man nie unbedingt... Was steht da? Was Schmutziges dabei sein. Warum soll sowas schmutzig sein, wenn man mit jemandem zusammen ist? Das Spiel ist wohl sehr, sehr förmlich. Aber dass er eine völlig fremde Spekulation über unsere Beziehung anstellt, das meine ich. Fremd. Eine völlig fremde. Das ist unangenehm. Wenn Ayako so denkt, was ist dann mit den anderen Müttern hier? Es ist ja eben egal, was sie denken. Naja, lass mal. Hey, Mitsuki. Tama zieht an meinen Fingern. Wir haben noch keine Schürze an. Ah ja, richtig. Entschuldige. Die kreisenden Gedanken bekommen jetzt mal Pause. Ich habe Tama versprochen, dass ich ihr helfe, das beste Curry der Welt oder wenigstens in dieser Klasse zuzubereiten. Und genau das werde ich jetzt tun. Dieser Keiichi und seine hochnäsige, herumschnüffelnde Gottesanbeterin von Mutter wird uns nicht schlagen. Ich helfe Tama beim Anlegen des hübschen rosa Schürze, dann hänge ich meine eigene um, beziehungsweise die mir Kyoko geborgt hat.
Keiichi schnaubt, als er mich in Kyokos Schürze sieht. Und eigentlich hat er recht. Kyokos Schürze passt zu der von Tama. Sie ist mädchenhaft und ausgesprochen feminin. Ich glaube nicht, dass sie zu mir passt. Ach ja, vom Gesicht über meinen Akzent bis zu meiner Herkunft. Jeder Zentimeter von mir wurde bereits peinlich genau geprüft. Und verurteilt. Nicht nur geprüft, sondern verurteilt. Und zwar nie laut, aber mit den Blicken. An diesem Punkt bin ich bereits zu erschöpft, um mich über das Gekichere eines 6-jährigen Laus zu ärgern. Gehen wir es an, Tama. Ich stoße meine Faust in die Luft. Machen wir das beste Curry, das wir zusammenbringen. Ja, strengen wir uns an. Ach ja. Und schon ist es fertig. Ich drehe den Herd kleiner, trete zurück und bewundere meine Arbeit. Das Curry, das im Topf vor sich hin simmert, sieht köstlich aus, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Auch wenn es etwa eine Stunde und einen unglücklichen Zwischenfall mit der Curry-Einbrenn gebraucht hat, bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Die Currysoße ist dick und voll mit großen Stücken von Karotten, Kartoffeln und Zwiebeln. Eine herkömmliche Currysoße, aber sie riecht wirklich gut. Und angebrannt ist sie auch nicht. Weißer Reis wäre wirklich gut dazu. Aber das muss warten, bis wir da wieder daheim sind. Ma, schaut das gut aus. Ich möchte gleich jetzt kosten. Einen Moment, Mädel. Du kannst das Curry jetzt noch nicht essen. Aber warum nicht? Es riecht so gut. Ja, es riecht vielleicht gut, aber es ist viel zu heiß. Du verbrennst dir die Zunge. Damit trinke ich Wasser nach. Nein, heißt nein. Die nette Mutter am Arbeitsplatz hinter uns, sie hat uns übrig gebliebene Einbrennen gegeben, nachdem Tama sich unsere über die Schütze gegossen hat, kichert. Was sind denn Einbrennen? Übrig gebliebene Einbrennen? Kann ich mir jetzt nichts vorstellen. Manche Kinder, oh, eine nette Mutter. Manche Kinder manche Kinder lassen ein Nein einfach nicht gelten, stimmt's? Sie können unglaublich stur sein, aber gerade das macht sie so putzig. Ich habe 3 davon. Ich kenne das also gut. Die kleine Miho hier ist meine Jüngste. Ah, du bist also die Miho, von der mir Tama erzählt hat. Hoffentlich Gutes. Tama hat sie nur ein paar Mal erwähnt, aber es hat nach einem süßen Mädchen geklungen. Wenn sie nicht gerade auf Keiichis Geheiß ein Radiergummi frisst. Ja, das stimmt. Miho ist nett. Manchmal spielen wir zusammen bei den Schaukeln. Sie ist aber oft recht ruhig. Das liegt wohl daran, dass sie 2 ältere Brüder hat. Die sind so wild und laut, da bin ich froh, wenn Mio etwas ruhiger ist. Obwohl manchmal mache ich mir schon Sorgen. Also Miho, schön dich kennenzulernen. Ja, komm, bleib ganz draußen aus dem Bild. Mio antwortet nicht. Stattdessen schlüpft sie hinter den Rücken ihrer Mutter und schaut mich ängstlich an. Echt jetzt? Hat sie tatsächlich Angst vor mir? Komm Mio, jetzt sei nicht so. Sag Hallo zu dem netten Mann. Mitsuki, nicht wahr? Ja. Ich hatte Mios Mutter meinen Namen nicht genannt, aber sie hat ihn wohl von jemand anderem gehört. Ayako vielleicht? Neuigkeiten machen hier wirklich schnell die Runde. Tanimura Mitsuki, schön Sie kennenzulernen. Und danke nochmals für die Einbrennen. Ach, das ist doch nicht der Rede wert. Ich heiße Ishiko, Honda Ishiko. Und das hier ist meine Tochter Miho. Aber das wissen Sie ja schon. Mio freut sich auch, Sie kennenzulernen. Stimmt's, Mio? Mio schaut mich hinter Ishikos Rücken hervor an. Wie ein kleines Porzellanpüppchen blinzelt sie ein, 2-mal in Ishikos Hemdsaum gekrallten Fingerchen. Oh, sind das Beschreibungen. Schön, dich kennenzulernen. So geht das. Ishiko lacht und klopft Mio auf die Schulter. Und Mitsuki, Sie sind mit Kyoko befreundet, richtig? Ja, genau. Hat Ihnen das Ayako erzählt? Mittlerweile weiß vermutlich jeder hier im Zimmer, wer Sie sind. Wir sind alles Drahtstanden. Und was gibt es Faszinierendes für uns Mütter als Spielplatzpolitik?
Kaum sehen wir einen unbekannten jungen Mann, besonders einen so gut aussehenden wie Sie, werden Sie schon neugierig. Wir können einfach nicht anders. Ich kann es mir ausmalen. Ich hatte mich zwar nicht für gut aussehend, Shiko will bestimmt nur höflich sein, aber Ihre Neugier kann ich verstehen. Tut mir leid, dass ich Aufsehen erregt habe. Oh, aber überhaupt nicht. Ich will Sie nur ein wenig aufziehen. Es freut mich, dass Tama jemanden hat, der Sie zu solchen Veranstaltungen begleitet. Sonst wird sie noch ausgegrenzt, fürchte ich. Die arme Kleine konnte schon öfter nicht mitmachen. Ihre Mutter kann man aber natürlich nicht die Schuld daran geben. Ich kann mir kaum vorstellen, wie es ist, alleine ein Kind großzuziehen. Noch dazu, wenn man noch so jung ist. Ich denke, Kyoko macht das gut. Tama ist eine ganz Süße. Bin ich. Tama grinst stolz und reckt die Brust heraus. Ich bin einfach hinreißend. Und wie? Und auch so lebhaft. Tut mir leid. Ich hoffe, es macht keine Probleme, dass sie so lebhaft ist. Ich verbeuge mich vor Ishiko. Warum, weiß ich auch nicht genau. Ich weiß schon, dass ich mich nicht für Tamas Benehmen entschuldigen muss. Ich bin ja nicht ihr Vater, nicht einmal ein Verwandter. Allerdings bin ich Tamas Aufsichtsperson. Ich war es, der Tama zu dieser Schulveranstaltung begleitet hat. Und das heißt, dass zumindest so lange wir hier sind, ich für ihre Handlung verantwortlich bin. Zu meiner Erleichterung lacht Ishiko einfach. Ach nein, Tama macht keine Probleme. Nicht im geringsten. Hin und wieder hat sie ihre Kämpfe, aber das ist doch bei allen Kindern in ihrem Alter so. Daraus wird sie herauswachsen. Ishiko lächelt liebevoll. Kyoko ist ja eine recht junge Mutter und sie sehen auch noch sehr jung aus, Mitsuki. Ich hörte, sie sind noch an der Uni. Knapp daneben ist auch vorbei. Ich bin noch nicht mal an der Uni. Dramatischer Plot-Twist. Aha, work in progress, trifft's wohl besser. Wie auch immer, in der Küche sind sie offensichtlich wirklich daheim. Ihr Curry sieht wunderbar aus. Wirklich? Aus unerfindlichen Gründen stiehlt sich ein Lächeln auf meine Lippen. Vielleicht, weil mich Ishiko ein klein wenig an meine eigene Mutter erinnert. Sie ist in etwa in deren Alter und die Fältchen in den Augenwinkeln und um den Mund sehen ähnlich aus. Sie ist eher praktisch denn modisch gekleidet und ihr Haar ist kurz geschnitten. Sie hat mir zwar etliche Fragen gestellt, aber in gutmütigem Ton und mit echtem Interesse. Ich habe den Eindruck, dass Ishiko den Himuros zugetan ist, was ich nicht von allen hier behaupten kann. Und mich scheint sie auch zu mögen. Vielen Dank für die Blumen. Als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, half ich öfter im Haushalt aus. Ich habe mich daran gewöhnt. Ich bin wirklich beeindruckt. Ich glaube, sie schlagen mich sogar beim Gemüseschälen. Ach nein, so weit würde ich nicht gehen. Keine falsche Bescheidenheit. Sie müssen lernen, Komplimente anzunehmen. Sie scheinen im Alter meines ältesten Sohnes zu sein. Er denkt nicht im Traum daran, mir beim Kochen zu helfen. Ich habe es schon wer weiß wie oft versucht, aber es interessiert ihn einfach nicht. Anscheinend meint er, Kochen ist eine reine Frauensache. Ishiko schnalzt mit der Zunge und schüttelt den Kopf. Ich würde sagen, typisch Mann, aber sie stehen offensichtlich über solch dummen Vorurteilen. Wie hat ihre Mutter das geschafft? Nun ja, so nett Ishiko auch ist, aber die Details des Unfalls meiner Mutter mag ich mich jetzt nicht auslassen. Ich will nicht daran erinnert werden. Ich hatte keine andere Wahl. Meine Mutter kommt in die Jahre und sie hat die Hilfe gebraucht. Ah, also deshalb, ich verstehe. Jedenfalls freut es mich, dass Sie Kyoko unterstützen. Es muss wirklich eine Erleichterung für Sie sein und für Tama auch. Jo, Mitsuki, kocht ständig feines Essen für mich. Er kann sogar Würstchenkragen machen. Hä? Würstchen? Ich mag Würstchen. Mama gibt sie mir öfter in die Lunchbox. Vielleicht richtet mir Mitsuki auch meine Lunchbox her. Dann kann ich mit allen teilen. Sogar mit Keiji? Achso, sie fragt das. Igitt, nicht mit dem. Wenn er der letzte Junge auf der Welt wäre, dem würde ich nichts abgeben. Nicht so eilig, Madame. Es macht mir nichts aus zu kochen, aber Tama, jeden Tag die Lunchbox herzurichten, wäre ganz schön aufwendig. Ich muss mich erst im Internet über ausgewogene Ernährung schlau machen
Und dann auch jeden Tag etwas anderes machen, damit es Tama nicht langweilig wird. Außerdem wäre das irgendwie anmaßend, oder? Ja, denn du entscheidest auf einmal, wer ihr Essen macht. Und das hast du ja eigentlich noch nie zu entscheiden. Bist du nicht mal Vater. Ich habe schon oft die Himuros gekocht. Aber ich bin nicht Tamas Vater. Dankeschön. Ich bin nur ein Freund der Familie, wie es Kyoko genannt hat. Da kann ich wohl nicht Tamas Mittagessen für die Schule herrichten, oder? Das ist die Frage. Es wäre schon ein ziemlicher Zeitaufwand, aber vielleicht wäre es gar nicht so schlimm. Nach der Kochstunde gehen Tama und ich zurück zu unserer Wohnsiedlung. Mit dem Ersatzschlüssel, den mir Kyoko gegeben hat, gelangen wir in ihre Wohnung und ich mache mich daran, Tama bei Laune zu halten, bis Kyoko heimkommt. Eine Weile schauen wir fern und zu Mittag mache ich eine schnelle Mahlzeit für Tama. Sie will unbedingt das Curry, das wir in der Schule gemacht haben, aber sachte lehne ich ab. Ich möchte, dass wir das Curry zu dritt zusammen mit Kyoko essen, wie eine Familie. Tama grummelte ein bisschen, aber letztlich akzeptierte sie meine Argumente. So vergeht die Zeit. Um 5 kommt schließlich Kyoko aus der Arbeit wie jeden Tag. Sie wirkt nach dem langen Arbeitstag etwas geschlaucht, aber so wie sie Tama sieht, strahlt sie auf. Ich brauche zu trinken. Ach, ich hätte nie gedacht, dass Lesen auch irgendwie anstrengend ist. Aber so viel erzählen tue ich eigentlich sonst auch nie. Und wie war es bei dir, Tama? Hattest du einen schönen Tag? Ja, hat wirklich Spaß gemacht. Ja, das musst du mir ganz genau erzählen. Kyoko bückte sich und befreite ihre müden Füßen von den Schuhen. Sie stellte die Schuhe neben die Tür, ordentlich neben Tamas Sneaker und setzte sie sich mit einem Seufzer an den niedrigen Tisch in die Ecke des Zimmers. Ich trete näher an Kyoko heran. Soll ich ihr eine Massage anbieten? Das wäre wohl gut gegen die Verspannung, die sie als Kellnerin in Rücken und Schultern haben muss. Aber ich bin nicht sicher, dass wir einander dafür nah genug stehen. Ich will auch nicht dreist rüberkommen. Am Ende entscheide ich mich für ein höfliches, aber etwas verhaltenes. Möchtest du eine Tasse Tee, Kyoko? Das sagst du, aber das ist doch meine Wohnung, Dussel. Ich sollte dir etwas zu trinken anbieten. Vergiss die Nebensächlichkeiten. Ich gehe hier quasi ein und aus, dass so etwas keine Rolle mehr spielt. Du hast den ganzen Tag gearbeitet, während ich mit Tama abgehangen habe. Ich hatte es vergleichsweise gemütlich. Aber du hast auf Tama aufgepasst. Das ist viel anstrengender als servieren. Na, Tama hat sich sehr gut benommen. Stimmt's doch, Tama, oder? Stimmt, ich war ein braves Mädchen. Mitsuki hat's gesagt. Oh, tatsächlich? Wie lieb. Also, wenn es dir wirklich nichts ausmacht, eine Tasse grüner Tee wäre jetzt schon was Gutes. Ich muss wohl in die Jahre kommen. Nach der Arbeit ist mein Rücken immer total steif. Na dann, dein Tee kommt sofort. Gehst du in die Küche, Mitsuki? Können wir dann gleich mein Curry probieren? Dafür ist jetzt noch ein bisschen zu früh, Tama. Aber Mama soll meinen Curry probieren. Wir haben zusammen gemacht mit ganz viel Liebe. Ich warte schon ewig drauf. Sie soll es essen. Du willst doch meinen Curry probieren, Mama. Du machst mich wirklich neugierig. Klingt, als hättest du dir mit dem Curry große Mühe gegeben. Hab ich. Ich habe mir sehr, sehr große Mühe gegeben. Ich habe das Gemüse gewaschen und Mitsuki geholfen, die Pilze zu schneiden. Ich habe mir die Einbrennen über die Schürze gegossen, aber Mios Mama hat uns von ihrem gegeben. Es ist also nichts passiert. Wirklich, das ist gut. Stimmt schon, es ist ein bisschen früh, aber ich habe heute kaum was gegessen. Ich habe eigentlich schon ziemlichen Hunger. Vielleicht sollten wir dein Curry doch schon jetzt essen. Yay, wir essen mein Curry. Wir essen gleich mein Curry. Richten wir es gleich her, Mitsuki. Ich will beim Servieren helfen. Oh, immer mit der Ruhe, Tama. Ich halte Tama an der Schulter zurück, damit sie nicht vorausrennt. Wir müssen das Curry erst aufwärmen und wir müssen noch den Reis kochen. Das wird noch eine Weile dauern und ich will nicht, dass du dir die Hände verbrennst.
Setz dich doch zur Mama und mach in der Küche alles fertig. Tama runzelt die Stirn. Sie lässt sich meinen Vorschlag durch den Kopf gehen und sagt, gut, okay. Dem Reis beim Kochen zuzuschauen, klingt sowieso fad. Tama setzt sich neben ihre Mutter an den Tisch, wo sie nichts fallen lassen oder sich verbrennen kann. Und ich lasse einen erleichternden Seufzer los. Also dann. Gehe Richtung Küche und kremple die Ärmel bis zu den Ellenbogen hoch. Gehen wir also an. Ich mache schnell eine Tasse grünen Tee für Kyoko und beginne dann, das Curry fertig zu machen. Nach kaum einer halben Stunde stehen drei Teller mit dampfend heißem Reis und darüber einer Menge von der dicken Currysoße vor mir. Einer nach dem anderen trage ich die Teller vorsichtig zum Tisch, damit ich nichts auf dem Boden patze. Sobald das Curry angerichtet ist und Tama, Kyoko und ich am Tisch sitzen, lächelt Kyoko und klatscht in die Hände. Danke für das Essen. Es sieht wirklich gut aus. Es riecht auch gut. Ich kann es kaum erwarten. Tana nimmt ihren Löffel in die Hand, bereit, ihn in den Curryberg zu stecken. Aber, hey Tama, Kyoko stößt Tama mit den Ellbogen in die Rippen. Denk an deine Manieren. Aber ich habe das Curry selbst gemacht. Ich will es sofort essen. Trotzdem musst du höflich sein, das habe ich dir doch beigebracht. Also, was sagt man? Danke für das Essen oder so. Also, so schwer war das doch nicht, oder? Naja, wenn es eher eine Frage war, war das jetzt auch nicht unbedingt Danke. Also, fangen wir an. Ich kann es kaum erwarten. Ja, es ist wirklich sehr, sehr gut. Es wird dir ganz toll schmecken, Mama. Das wird es bestimmt. Und so beginnen wir drei wohlig lächelnd zu essen. Für eine Weile ist nichts zu hören, außer den Klappern und Kratzen des Bestecks auf unseren Tellern und zufriedenem Kauen. Nachdem sie ein besonders großes Stück Kartoffeln hinuntergeschluckt hat, strahlt Kyoko. Und Mama? Tama schaut ihre Mutter aufgeregt und nach Anerkennung lächelnd an. Was sagst du dazu? Gut? Mal überlegen, ob es gut ist. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen würde. Was? Schmeckt dir das Curry nicht? Hab ich's nicht gut gemacht? Ich habe mich wirklich bemüht, aber... Ach, Tama, du Dummerchen. Ich mag dein Curry nicht nur, ich liebe es. Ha, heißt das? Dieses Curry ist mehr als nur gut. Es ist wunderbar. Das hast du ganz toll gemacht. Ah, ja, ich... Tanas Wangen werden für ein paar Momente rosa, aber wirklich nur ganz kurz. Tama holt tief Luft und dann streckt sie stolz die Brust heraus. Na klar, ist es gut. Hab ja auch ich gemacht. Vergiss mich nicht. Ich hab auch mitgeholfen, du Schlingel. Ja gut, Mitsuki hat ein bisschen mitgeholfen. Aber das meiste habe ich selbst gemacht. Ja, ganz bestimmt. Du hast unsere halbe Einbrenn verschüttet. Wie toll war das? Ich weiß, dass ich das gut gemacht habe. Das verstehe ich doch von selbst. Mein Curry ist viel, viel besser als das von Keiichi. Das ist es ganz bestimmt. Kyoko kichert und wuschelt ihrer Tochter mit einer Hand durchs Haar. Vielen Dank, Tama. Ich freue mich wirklich sehr. Und Mitsuki? Kyoko wendet sich mit warmem, mütterlichem Blick an mich. Wie schön sie doch ist, trotz der Taschen unter den Augen. Super. Als mich ihr Blick mit voller Macht trifft, spüre ich, wie mein Körper versteinert. Ich bin unwürdig. Ich bin nur ein gewöhnlicher Sterblicher. Wie ist alles gelaufen? Ich nehme an, mit Tama gibt es keine Probleme in der Schule. Naja, sie ist ein wenig mit diesem Keiichi aneinander geraten. Aber das hatte er auch verdient gehabt. Der ist wirklich schwer zu ertragen. Oh ja, Keiichi kann ganz schön anstrengend sein. Im Unterricht scheint er immer eine Nervensäge zu sein. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn Ayako ihn nicht immer so verhätscheln würde. Ich hatte das Vergnügen mit Ayako. Sie ist wirklich ein eigener Charakter. Hat sie versucht, dich auszufragen? Und wie? Ehrlich gesagt war es ziemlich anstrengend. Die Mütter waren allesamt wie die Geier. Ich habe mich ziemlich deplatziert gefühlt. Außer mir waren kaum Männer anwesend und ich war mit Abstand der Jüngste, wenn man die Kinder nicht mitzählt.
Ah ja, ich dachte mir, dass es so sein würde. Ich hätte dich vorwarnen sollen. Wir Mütter sind im Grunde eine harmlose Truppe, manchmal sogar ziemlich nett. Aber wir sind unverbesserliche Drahtstanden. Das habe ich am eigenen Leib erfahren. Ich bin mir fast wie jemand berühmter vorgekommen. Leider jedoch nicht wie jemand, der wegen seines Talents oder seiner Schönheit berühmt ist. Eher wie jemand, der in einen Skandal verwickelt ist, wie dieses Mädchen von der früher beliebten Idol-Gruppe Palette Princess. Oh weh. Aber wenigstens bist du in einem Stück und unverletzt herausgekommen. Mehr oder weniger, ja. Also siehst du doch von der positiven Seite, was dich nicht umbringt. Macht mich härter? Ja, ja, kenne ich. Nächstes Mal bin ich wachsamer, wenn es ein nächstes Mal gibt. Es würde dir nichts ausmachen, Tama wieder zu einer Schulveranstaltung zu begleiten? Nicht, wenn du meine Hilfe wirklich brauchst. Ayako war wirklich schwer auszuhalten, genauso wie ihr Höllenbrut von Sohn. Ich bin noch immer nicht drüber weg, wie sich Keiichi über meine Aussprache lustig gemacht hat. Was ist nur aus dem Respekt vor Älteren geworden? Ich weiß, ich bin klein, aber hör mal, ich bin noch immer mindestens einen Kopf größer als Keiichi. Wirklich, du bist einen Kopf größer als Keiichi? Einen Kopf? Das sind Kinder, ne? Na, okay. Da will ich jetzt nie wissen, wie klein er ist. Vielleicht ist er nur 1,59 oder vielleicht sogar kleiner als ich? 1,55? 1,40? Aber Ichiko ist nett. Sie hat mir ein bisschen Mut zugeredet. Du hast also mit Ichiko geredet? Kyoko lächelte angetan. Ich mag Ichiko auch. Wir kommen nicht so oft zum Reden. Es gibt kaum Gelegenheit dazu. Aber sie ist immer sehr freundlich. Das ist sie. Sie hat auch gesagt, dass sie sich Sorgen um dich macht. Sie macht sich Sorgen um mich? Oh weh. Das ist sehr lieb von ihr, aber es ist nicht nötig. Ich kann schon auf mich aufpassen. Nun. Kyoko begegnet einem meinen Blick und lächelt traurig. Ihre Hände liegen in ihrem Schoß. Ich kann auf mich selber aufpassen. Das tue ich seit 6 Jahren. Aber es ist nett, hin und wieder etwas Hilfe zu bekommen. Du bist eine Bereicherung in meinem Leben, Mitsuki. Ich bin wirklich froh, dir begegnet zu sein. Ha? Gut, dass ich gerade erst hinuntergeschluckt habe. Sonst wäre jetzt sicher alles über den Tisch verteilt. Kyoko ist viel zu gut für mich. Womit habe ich dieses Kompliment verdient? Es ist beinahe, als würde ich auf eine flauschige Wolke Nummer 7 schweben. Wenn das ein Traum sein sollte, möchte ich niemals daraus erwachen. Nach dem Abendessen spülen Kyoko und ich das Geschirr. Kyokos Küche ist ziemlich klein und für 2 Leute ist es recht eng. Aber irgendwie schaffen wir es. Später, während Tama sich vor dem Fernseher breit macht, öffnet Kyoko das Englischbuch und hilft mir beim Lernen. Gestärkt vom selbstgemachten Curry arbeiten wir lange und konzentriert. Kyoko bemerkte eine ganze Weile lang nicht, wie spät es geworden ist. Und als es ihr schließlich bewusst wird, ist Tama bereits vor dem Fernseher eingeschlafen. Oh je, ich sollte wirklich besser aufpassen. Wenn ich mit dir lerne, Mitsuki, vergesse ich alles um mich herum und achte nicht auf die Zeit. Sie vergeht wie im Flug. Kyoko macht Tama, die keinen Widerstand leistet, Bett fertig und packt sie in ihren Futon. Sobald Tama eingeschlafen ist und schön träumt, ohne Zweifel davon, Keiichi zu breit zu schlagen, gibt es auch für mich keinen Grund mehr länger hier zu sein. Kyoko hat mich zwar noch nicht hinauskomplimentiert, aber es ist bereits stockfinster und ich will mich nicht aufdrängen. Ich werde dann wohl auch gehen. Jetzt schon? Schon? Es ist fast 10. Höchstens bin ich zu lange hier gewesen. Ah ja, entschuldige, ich hab's nicht gemerkt. Ich hatte einfach so viel Spaß. Es war eine ziemliche, intensive Lernstunde. Das sind aber eigentlich alle Lernstunden mit Kyoko. Ich wusste gar nicht, wie streng du sein kannst, Frau Lehrerin. Das muss ich von meinen Eltern haben. Entschuldige, dass ich so übereifrig bin. Es ist nur ein kleines Seufzen. Es ist so lange her, dass ich seit langem Gleichaltrigen zum Reden hatte. Klar, es gibt die Kunden im Petit Jardin, aber das ist nicht das Gleiche. Wahrscheinlich vergeht mir deshalb die Zeit so schnell, wenn ich mit dir zusammen bin, Mitsuki.
Ich weiß schon, dass du heimgehen musst und dass es schon spät ist. Du hast schon so viel für mich getan und es klingt vielleicht vermessen, aber Kyoko beißt sich auf die Unterlippe. Kannst du noch da bleiben? Geh noch nicht. Kyoko? Momentan perplexe stache ich Kyoko an. Was kann ich zu dieser flehentlichen Bitte sagen? Ich könnte einfach gehen. Die Tür ist nur ein paar Schritte weit weg. Ich könnte mich entschuldigen, dass ich so lange hängen geblieben bin, die Schuhe anziehen und in 30 Sekunden wäre ich in meiner Wohnung. So hätte ich das eigentlich vor, aber... Ich brauche mal kurz was zu trinken. Anscheinend braucht Kyoko gerade wirklich jemanden zum Reden. Ich will nicht, dass sie sich einsam fühlt. Und deshalb setze ich mich wieder. Mitsuki? Mit flatternden Augenlidern sieht mich Kyoko an. Du gehst nicht? Eigentlich wollte ich, aber nach diesen Worten kann ich dich unmöglich alleine lassen. Mein Herz ist schließlich nicht aus Stein. Oh, ich und mein vorlautes Mundwerk. Ich hätte nicht so anhänglich sein sollen. Jetzt sieht es aus, als würde ich dir Schuldgefühle einreden. Ich bleibe nicht, weil ich mich schuldig fühle. Ich bleibe, weil ich es so will. Wer könnte die Einladung einer so schönen Dame ausschlagen? Mitsuki, du nun... Dein Mund für einen Moment befürchte ich, zu weit gegangen zu sein. Ein Versuch, charmant zu sein, ein ziemlich beschissener Versuch, schließlich hatte ich noch nie Gelegenheit, meinen Charme einsetzen zu wollen, ist vielleicht übers Ziel hinausgeschossen. Kyoko darf mich nicht für einen Kotzbrocken halten. Ich bin ja nicht James Bond, ich sage nur, was mir so in den Sinn kommt. Aber zu meiner Erleichterung, du bist wirklich lustig. Kyoko kicherte und ihre Schultern zuckten unter ihrem weißen Sweater. Danke, dass du mich aufgeheitert hast. Ich weiß es zu schätzen. Immer gerne. Also, wenn es dir wirklich nichts ausmacht, noch eine Weile bei mir zu bleiben. Kyoko schaut zum Tisch, auf dem noch immer die Lehrbücher herumliegen. Wir könnten weiter lernen. Bitte einen Löffel zum Kotzen. Ich mag dich wirklich, Kyoko. Aber so sehr mag ich dich denn doch nicht. Außerdem wirst du immer so ernsthaft, wenn wir lernen. Zum Fürchten, ehrlich gesagt. Okay, ich hab's kapiert. Magst du dich eine Weile zu mir setzen? Wir könnten plaudern oder ich könnte dir die Ohren ausputzen. Bitte was? Ich könnte dir die Ohren ausputzen? Sind wir jetzt Tiere, die jetzt geputzt werden müssen? Die Ohren? Ja, ich kann das sogar ziemlich gut. Warum ist sie darauf so stolz? Tamas Ohren putze ich alle paar Wochen oder so. Ich habe einen Ohrlöffel aus Bambus dafür gekauft, mit dem man gut an das tief sitzende, festgewordene Wachs kommt. Das muss so romantisch sein, Ohrenschmalz rauszuholen aus... Boah, was soll denn das jetzt werden? Kyoko hält inne und errötet. Oh, entschuldige, du brauchst nicht all die grausigen Details zu kennen. Ich dachte nur, vielleicht magst du es, manche Leute finden es entspannend. Hat dir deine Mutter mal die Ohren ausgeputzt, als du noch ein Junge warst? Ja, schon, hat sie, aber ich versuche vergeblich einen Schaudern zu unterdrücken. Meine Mutter war nicht sehr zartfühlend. Sie hat in meinem Ohr herumgefuhrwerkt, als würde sie nach Gold schürfen. Es war eine ziemlich schmerzhafte Erfahrung. Mehr als einmal habe ich aus dem Ohren geblutet und ich hatte immer Panik davor, dass sie mir das Trommelfell durchstechen würde. Dass sie mir das Zeug, das sie rausgeholt hat, dann immer stolz mit einem Schau, Mitsuki, schau, was ich da gefunden habe. Du musst es jetzt viel besser hören, gezeigt hat. War auch nicht hilfreich. Schon beim Gedanken daran wird mich gleich ganz anders. Warum reden wir jetzt von Ohrenschmalz rausholen? Als ich 10 wurde, habe ich mich schlichtweg geweigert, meine Mutter in meinen Ohren herumfummeln zu lassen. Das Ritual war einfach zu furchteinflößend. Wer mag es schon, wenn man mit Instrumenten in seinen Körperöffnungen herumfummelt? Du meine Güte. Das war sicher keine Freude. Aber es kann sich wirklich gut anfühlen, wenn man es vorsichtig macht. Magst du es nicht versuchen?
Nun, ich runzle die Stirn. Ich mag Joghurt, aber meine Mutter mag ich auch. Wenngleich natürlich auf andere Weise. Und die hat mir als Kind beinahe das Gehör geraubt. Ich verspreche, dass ich vorsichtig sein werde. Hand aufs Herz. Wenn du magst, kannst du den Kopf in meinen Schoß legen. Ist das jetzt irgendwie eine neue Art von Vorspiel, dass man jetzt Ohrenschmalz entfernt? Machen wir es uns gemütlich. Ich hol dir jetzt ganz gemütlich und sanft den Ohrenschmalz heraus, damit du wunderbare Gefühle hast dabei. Was ist denn das für Ekliges gerade? Na, das hört sich schon ganz anders an. Warum sagt ihr das nicht gleich? Ja, machen wir es gleich alle. Wenn ich Kyokos Oberschenkel als Polster verwenden darf, nehme ich gleich jede Demütigung in Kauf. Okay, hier denkt jemand auch nicht nur noch mit Hirn und Herz. Ich versuche nicht zu begeistert zu klingen. Ich will ja nicht als Ekel rüberkommen. Sehe Kyoko in die Augen und sage, probieren können wir es ja. Also gehen wir es an. Warte, ich hole nur noch den Ohrlöffel aus der Lade. Boah, ernsthaft? Kyoko kommt mit dem Ohrlöffel, eher Folterinstrument, aus Bambus und kniet sich auf die Tatami-Matte. Ihr langer Rock breitet sich auf dem Boden aus. Ich bin soweit. Sie klatscht auf ihre Schenkel. Leg deinen Kopf einfach hierher. Ist das wirklich okay? Ich meine, ich habe die Sache ja zugestimmt, aber langsam bekomme ich doch Bedenken. Ist das nicht etwas, das eigentlich nur verheiratete Paare tun? Es ist okay, echt. So mache ich es bei Tama auch. Ich bin's gewohnt. Du bist ein bisschen größer als Tama, aber das halte ich schon aus. Sie sieht mich nicht anders als ihre Tochter. Das ist ein wenig enttäuschend. Aber es macht die Sache auch weniger peinlich. Also gut, ich hoffe, ich erdrücke dich nicht. Boah, dann hau deinen Kopf nie so doll auf ihre Schenkel, mein Gott. Das wohl kaum, so groß und schwer bist du auch wieder nicht. Legt er nur seinen Kopf drauf, oder? Wird er jetzt sich drauflegen mit seinem gesamten Körper? Boah. Ja, immer schön mitten auf die Nase. Als nächstes beschwerst du dich über die Größe meiner Männlichkeit. Oder eher, was für eine Männlichkeit. Errötend drücke ich an Kyoko heran und langsam, ganz langsam, lege ich den Kopf auf ihren Schoß. Nein! Oh, wie romantisch! Direkt vor den Augen habe ich Kyokos Bauch, etwas oberhalb des Rockbunds. Mein Gesicht liegt zwar auf dem Stoff ihres Rocks, aber die Wärme ihres Körpers spüre ich nichtsdestoweniger. Meine Wangen werden heiß und immer heißer, und ich bin ganz froh, dass Kyoko mein Gesicht in dieser Position nicht sehen kann. Kyoko macht die körperliche Nähe vielleicht nichts aus, mir jedoch sehr wohl. Sie riecht noch angenehmer, als ich es mir vorgestellt hatte. Mir dreht sich eindeutig der Kopf. Oh mein Gott, ich krieg sogar eine Goldtrophäe. A quiet moment. Ein ruhiger Moment. Wieso sieht sie nicht dein Gesicht, wenn du das so machst? Da bist du doch voll mit dem Gesicht in ihre Richtung. Sehr merkwürdig. Vor allem, dass die jetzt diesen gelben Schmalz da rausholt. Mitsuki, hast du es bequem? Alles klar hier. Meine Stimme bricht ein bisschen und ich klinge etliche Jahre jünger, als ich bin. Nun, wenn Kyoko mich als Ersatz für ihre Tochter sieht, ist das wohl nur passend. Der Gedanke ist ein bisschen traurig. Also, wenn du bereit bist, ich fange jetzt an. Sag's, wenn's weh tut, okay? Mach ich. Kyoko führt die gebogene Spitze des Bambus-Ohrlöffels in meinen Gehörgang ein. Mein Körper versteift sich, als ich die Spitze in meinem Gehörgang fühle, aber zu meinen enormen Erleichterungen tut es wirklich nicht weh. Kyoko ist nicht wie meine Mutter. Sie kratzt nicht so fest, dass ich blute.
Sie berührt mich kaum. Kyoko behandelt mich so zart, dass es sich beinahe anfühlt, als würde mich so etwas wie eine Fee pflegen. Ist das okay so? Ich tue dir nicht weh, oder? Nein, nein, du tust mir überhaupt nicht weh. Das ist viel angenehmer, als ich dachte. Das freut mich. Kyoko lacht, ich spüre, wie sich über meinen Kopf ihr Busen hebt und senkt. Es ist ein bisschen einfacher als bei Tama. Sie hat so enge Gehörgänge. Nun, sie ist noch ein Kind. Und sie liegt auch nie still. Sie windet sich so viel herum, dass ich Angst habe, sie zu verletzen. Und sie jammert ständig, dass es kitzelt. Kitzelt es sich auch? Es fühlt sich ein bisschen komisch an. Es ist schon sehr, sehr lange her, seit mir jemand die Ohren ausgeputzt hat. Ich weiß, ich sollte das selbst können, aber das Herumgemetzgere meiner Mutter hat mir ein tief sitzendes Trauma hinsichtlich Ohrlöffeln verpasst. Was für ein Thema. Aber es ist nicht schlecht. Genau genommen ist es irgendwie sogar angenehm. Dann habe ich das Gefühl noch nicht verloren. Lass mal schauen, das ist eine ganze Menge Ohrwachs drin. Das könnte eine Weile dauern. Ist das okay? Völlig okay. Boah, ey, das ist so eklig. Ich war noch nie begeistert davon, Ohrwachs zu haben. Aber jetzt gerade bin ich beinahe dankbar dafür. Boah, sollte Kyoko und ich irgendwann in der Zukunft heiraten? Keine Chance, weiß ich eh. Muss ich meinen Trauzeugen sagen, dass er diesen Augenblick in seine Rede einbaut? Obwohl Mitsuki und Kyoko einander als Nachbarn in den gleichen Wohnanlage kennengelernt haben, wirklich zusammengekommen sind sie durch die hässlichen Ablagerern von Ohrwachs in Mitsukis Ohren. Andererseits lieber nicht. Es könne den Gästen den Appetit auf die Kanapés verderben. Kyoko summt leise vor sich hin, während sie arbeitet. Währenddessen liege ich da und ahle mich in ihre Wärme. Die Zeit verrinnt, wie viel weiß ich nicht. Mit meinem Kopf in Kyokos Schoß sehe ich nicht zur Uhr. Ich will es auch gar nicht wissen. Wäre schön, noch eine Weile so liegen zu bleiben. Das hätte ich wirklich, aber weißt du, alle guten Dinge finden einmal ein Ende. Kyokos Finger machen eine Pause. Ich habe gerade an etwas gedacht. Woran denn? Die Zeit vergeht wirklich im Flug. Wir haben uns im April kennengelernt und jetzt ist schon Juni. Aber kurz oder lang ist es Sommer. Oh ja, stimmt. Die Zeit ist wirklich schnell vergangen. Beinahe zu schnell. Ich habe das Gefühl, ich verbringe nicht genug Zeit mit Tama. Ich habe immer nur gearbeitet. Wenigstens war ich beim Sportfest. Voriges Jahr ging sich auch das nicht aus. Darüber bin ich froh, aber ich glaube, ich mache zu wenig. Ich glaube, du tust mehr als genug, Kyoko. Du arbeitest immer so schwer. Ich weiß schon, aber ich habe immer das Gefühl, ich könnte mehr tun. Wenn du noch mehr arbeitest als jetzt, brennst du am Ende noch aus. Das mag schon stimmen. Ich kann es mir nicht leisten, krank zu werden. Ich muss damals zuliebe stark und gesund bleiben. Eine alleinerziehende Mutter zu sein, klingt wirklich hart. Du hast ja keine Ahnung. Da hat sie recht. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich weiß gar nichts. Und die anderen Mütter, die ich in der Schule getroffen habe, haben genauso wenig Ahnung. Vielleicht urteilt Ayako deshalb so vorschnell über Kyoko. Sie hat keine Ahnung, wie schwer Kyoko es hat und es interessiert sie auch nicht. Ich kann mir denken, dass die meisten der Mütter Kyoko nur aus Kuriosität sehen. Wie in einer Freakshow treten sie näher. Damen und Herren, sehen Sie die Alleinerzieherin. Ist sie nicht geheimnisvoll? Ihr Mann hat sie zwar verlassen, aber Mensch, drängt die sich an. Sie betrafen Kyoko flüstern und verbreiten Gerüchte über sie. Aber mit ihr zu tun haben, will keiner etwas. Kein Interesse, kein Mitgefühl. Vielleicht haben sie Angst, dass alleine zu sein ansteckend ist. Befürchten sie ebenfalls verlassen zu werden, wenn sie sich zu viel mit Kyoko abgeben. Die Leute können so egozentrisch sein. Ja, das können sie. Es ist unfair, aber so ist halt das Leben. Ah, da kommt mir eine Idee. Was für eine? Wie ich mir
wie ich mehr Zeit mit Tama verbringen kann. Wir sollten auf Urlaub fahren. Ah! Wir haben Sommer. In der Vorschau haben wir ja ein Bikini-Bild mal gesehen, ne? Also wird's wohl bald Urlaub und Strandseen geben. Wie ich mehr Zeit mit Tama verbringen kann, wir sollten auf Urlaub fahren. Du kannst gerne auch mitkommen, Mitsuki, nachdem du so viel für uns getan hast. Ich würde sehr gerne hinfahren, wenn ich schon die Möglichkeit habe. Ich war schon wer weiß wie lange nicht auf Urlaub. Und zusammen mit Tama überhaupt noch nie. Sie wird so begeistert sein, ich weiß es bestimmt. Wovon genau? Am Strand natürlich. Wie Kyoko wohl im Badeanzug aussieht. Das werden wir wohl noch wissen. Aber nicht mehr heute. Nicht mehr jetzt. Es sind 3 Stunden vergangen. Und es passiert wirklich gar nichts. Unser Charakter ist jetzt also schon scharf auf seine holde Nachbarin. Das ist jetzt auf jeden Fall klar. Und sie werden jetzt wohl anscheinend auch so ein kleines Familienchen bilden. Sonst würden sie sich nie füreinander alle interessieren. Boah, das war jetzt ein sehr langes Kapitel nochmal. Und ich bin, denke ich mal, redefaul geworden. So, Kanal reden. Rede ich jemanden? Derry? Nee, ich rede nicht. Er spielt zwar Sea of Thieves, kann auch Spaß machen, aber wir lassen's. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag, einen schönen Start in die Woche und viel, viel Spaß bei dem, was ihr noch machen werdet. Bin gespannt, wie die Geschichte ausgehen wird, obwohl gespannt, es gibt kaum irgendwas an Inhalt, so richtig. Wir sehen nur, wie sich etwas entwickelt als leichte Beziehung in eine festere Beziehung, ein bisschen nach 2 Monaten. Also wir sehen jetzt nie richtig irgendwas. Es passiert doch nie wirklich was, aber werden wir sehen, was dieses Spiel jetzt bringt. Es hat jetzt auf jeden Fall, sagen wir mal so, nicht richtig irgendwie mir was gezeigt, wie es weitergehen sollte. Also ich bin ein bisschen ratlos über dieses Spiel. Aber nichtsdestotrotz, ich verabschiede mich und hab viel Spaß. Ciao!